Hallo und herzlich willkommen zu den Couchmasters. Heute Abend, Sonntagabend auf der virtuellen Rennstrecke in Solda sind wir unterwegs. Und ja, wir hoffen auf ein spannendes Rennen heute in der GT3-Klasse und danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und ja, ich bin mal gespannt und glücklicherweise bin ich heute auch wieder nicht alleine. Ich habe wieder an der Seite zum Co-Moderieren meinen lieben Philipp. Da ist er bestimmt auch wieder da, oder? Ganz genau. Wahrscheinlich werden einige von euch nebenher noch ein bisschen Formel 1 schauen. Es läuft ja gerade, mache ich auch ein bisschen. Also, weil es ihr dann doch lieber vorgezogen habt, bei unseren Couchmaster vorbeizuschauen, ich kann euch ab und zu mal die ersten drei auf jeden Fall durchsagen. Es ist Leclerc, Verstappen und Sainz. Und eben gerade bleibt Daniel Ricciardo stehen, falls ihr das wissen wollt. Ansonsten würde ich sagen, die Session müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Bei unseren Fahrern. Ich sehe gerade, dass da einer abfliegt. So, und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn.
Wir fahren in Zoldern und die Strecke ist ja auch sehr spannend. Du hast es ja vorhin schon erzählt, dass wir dort ja schon mal ja unterwegs waren. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie es dort aussieht bei unseren. So, wie sieht's denn aus? Oliver Martens bisher mit der schnellsten Runde, also Qualifikation 5 Minuten 26 haben wir. Oh, Angelo ist hier, Kolbenschmiede ist auch da, herzlich willkommen. Der Frank ist am Start, Philipp, Vanessa auch wieder da, Dattel Dave. Also cool, dass ihr auch alle eingeschaltet habt. Hi. Ich muss ein bisschen rüberrutschen, glaube ich, meine Haare sind ein bisschen zu aus. So. Gerade So, warte mal, nicht jetzt müsste man gehört. dich hören. Oder Phil, können wir dich hören? So, ich hoffe, jetzt könnt ihr mich hören. Dann nicht nur zum Lippenlesen, wenn ihr mich hören könnt. Ah, Angelo, vielen Dank für das schnelle Feedback. Super, Nochmal ja. von mir herzlich willkommen, schönen guten Abend und auch von meiner Seite schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, auch ich habe Erinnerungen an die Rennstrecke hier in Zolder. Aktuell noch 4 Minuten 40 zu fahren hier im Qualifying. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Mit über 30 Fahrzeugen kann und wird sehr eng werden. Hoffentlich fliegt heute keiner wirklich ab oder baut Unfälle. Hoffen wir auf ein schön spannendes Rennen. Und ja, jetzt im Qualifying-Grad. Der Robin Dietzler aktuell auf Position 1, verfolgt vom Oliver Martens und vom Robert Pleet. Alle sehr, sehr enge Zeitabstände, wenn ich jetzt mal so aufs Zeittableau schaue. Von P1 auf 2 sind es 0,4 Sekunden. Von P1 auf P3 sind es 0,5 Sekunden. Ja. Von P1 auf P4 sind es 0,58. Also da kommt wieder so ein Feedback. Das wird wieder so ein Augenzwinker-Qualifying. Ja. Ja, also ich sehe auch schon wieder, die ganzen sind wieder da. Hier. Oh, ich freue mich, Ludger Schindler ist auch wieder da. Man sieht überhaupt auch viele neue Namen, glaube ich. Manfred Steiner, also was heißt neu, er ist auch wieder dabei. Leon Müller, Ludger Schindler, Daniel Krebs, Tim Steinbrecher, René Heinz, Daniel Albrecht, Thorsten Volkers, Manuel Rinn, Florian Goldenitz, Julian Appel, Jens Kühleis, Kim Tiki, Pete Calibrium haben wir da. Vlad Will, dann haben wir Julian Appel, Lennart Pfeil, Tobias Sonntag, Steven Reinhardt, Nico Benjamin, Martin Bierbaum, Jonas Rode, Florian Hölz. Ja, jetzt rutschen sie alle durch. Ronny Lepp, Bastian Holter. Die sind jetzt alle. Chris Leucht ist wieder dabei. Robert Bleed, Oliver Martens und Robin Dietzler. Der Phil, dem geht es, glaube ich, heute nicht ganz so gut. Der ist heute nur im Chat dabei, habe ich gehört. Also mal gute Besserung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Aber ja, ich hoffe, dass er da auch wieder eingreifen kann, bald und mitfahren kann. Also wir haben heute Genau. 31 Starter und ja, sehr coole Sache. Ich bin absolut gespannt. Ja, Phil hat sich, ja, hat sich irgendwie was eingefangen, kann dementsprechend von der Konzentration einfach her nicht mit dabei sein. In diesem Sinne hier aus der Ferne, hier auf Twitch, eine wunderschöne gute Besserung an dich, Phil. Die Grüße gehen raus, werd schnell wieder gesund. Wir wollen dich hier auf der Rennstrecke sehen und nicht irgendwie nur vorm Monitor, sondern wirklich live dabei. Aber das wird auch wieder, jeder wird gesund. Bei uns zu Hause geht es auch gerade ein bisschen rum, die Erkältungswelle. Von daher, alles wird gut. Ja, Gott sei Dank. Aber einige Fahrer sind wieder hier voll am Angriff. Jetzt sehen wir, Tim Steinbrecher fährt jetzt gerade auf Platz 3 mit einer 1:29.542. Jetzt müssen wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Von Platz 1 bis Platz 8, alle in derselben Sekunde. Und dann haben wir es nochmal von Platz 9 aus bis Platz 17 alle in einer Sekunde. Dann geht's weiter, wie gesagt, das ist wirklich schon spektakulär. Ich warte mal, was da jetzt passiert. Der Tim hält an. Genau. Wichtige Information heute nochmal, falls ihr einschaltet, und zwar das Auto, das wir jetzt im Bild haben, unser Ronny Lab, für den ich schon mehrfach Werbung gemacht habe. Wir werden nach dem Rennen wieder zu ihm mit dem Kanal wandern. Also ihr bleibt bitte dran nach dem Rennen. Wir gehen wieder zu ihm, weil ihr seht, ihr wisst es ja auch,
Er macht einen schönen Rückblick vom aktuellen Rennen. Also die Fahrer besprechen das nochmal. Ich kenne das nirgendwo im Motorsport, das so toll ist, wie hier beim Simracing, auch bei uns, bei den Couchmasters, dass man direkt danach in die Analyse reingeht mit den Fahrern. Also auf jeden Fall, schaut noch vorbei oder bleibt dran. Nach dem Rennen schauen wir noch rein beim Ronny Lab auf seinem Twitch-Kanal und gehen dann quasi das Rennen mit den Highlights nochmal durch. Ja, Chrissy ist auch hier. Hi, hallo. Ja, also wie du schon erwähnt hast, Platz 1 bis Platz 9 in derselben Sekunde, sogar jetzt bis Platz 10, da hat sich nochmal was getan. Das ist wieder echt verrückt, wie doch die Fahrer hier immer stärker zusammenrücken. Chris Leucht, eigentlich ein AM-Fahrer, da wir ja Pro und AM auf einem Server fahren. Oh. Also deswegen auch so viele Fahrer. Chris Leucht in der AM genannt. Frank-Sloan daher Monate verlängert. Danke. Müsste auch bei dir sein, genau. Chris Leucht hat eine rote Startnummer. Frank, ganz kurz noch. Vielen Dank für deine Unterstützung. Verlängert das Abo. Vielen Dank. Dankeschön. Und als zweiter in der AM-Klasse ist dann der Martin Bierbaum vor dem. Moment. Manfred Steiner, so rum. Manuel Rindt jetzt neben der Strecke, hat abgestellt das Fahrzeug. Weiß nicht, was passiert. Wir haben ihn kurz neben der Strecke gesehen. Ich habe gleich umgeschalten. Er nimmt aber jetzt wieder Fahrt auf und fährt direkt in die Box. Hat gewartet. Also sehr gut gemacht. Dann schauen wir mal genau die anderen Fahrer. Ja, Vanessa, von Montag bis Sonntag, beziehungsweise Dienstag, da wir ja montags die PlayStation streamen, von Dienstag bis Sonntag ist immer so eine lange Zeit. Geht mir nicht anders, wenn ich dann abends dann so langsam zur Ruhe komme, denke ich mir, Chris, lass uns noch einen Stream rocken. Ja. Das ist da richtig, da bist du einmal drin, das ist so richtig angefixt. Macht echt Laune, vor allen Dingen mit so fleißigen und aktiven Zuschauerinnen und Zuschauern ist das immer echt sehr amüsant und macht echt Laune. Heute zweimal 30 Minuten, sprich, wir haben auch wieder eine kleine Pause. Zwei Qualifyings werden gefahren, zwei Rennen von jeweils 30 Minuten. Besonderheit hier wieder, es gibt kein Boxenfenster, es gibt kein Pflichtboxenstopp. Jedoch ist Schaden reparieren erlaubt, Reifenwechsel nachtanken, alles erlaubt, nur keine Pflicht. Das ist nochmal die Besonderheit jetzt heute wieder bei den 2x30. Ja, wir können ja noch ein bisschen, um das Thema Stream nochmal aufzugreifen. Wir sind jetzt kurz in der Startaufstellung. Wir haben nämlich 5 Minuten Zeit. Da können wir auch nochmal Werbung machen kurz. Wie ihr wisst, ist es ja so, dass wir noch mit einem Meisterschaftslauf neu starten. Und zwar in iRacing mit dem NASCAR. Da sind noch ein paar Plätze frei. Ich würde euch dennoch bitten, dass wir die Plätze voll kriegen. Macht ein bisschen Werbung. Geht in den Bekanntenkreis, wenn ihr irgendwo bei anderen Leuten unterwegs seid, im Stream oder wo auch immer, dann teilt doch einfach unseren BMC Simcar Cup. Der BMC ist der Badische Motorsportclub, die uns ja auch helfen und ganz viel unterstützen. Und wir haben da eine eigene Rennserie auf die Beine gestellt im NASCAR-Bereich. Kann man schauen auf www.bmc-hockenheim.de oder auf www.sas-motorblog.de. Findet man die Infos dazu. Da gibt es auch das Reglement. Wäre ganz toll. Wir brauchen nämlich noch ein paar Startplätze, dass es auch sehr spannend wird. Macht ein bisschen Werbung, teilt es überall hin, wenn ihr in irgendwelchen Gruppen oder irgendwo anders seid, dann schaut doch da bitte nochmal vorbei und kommt hier jetzt auch gleich nochmal in den Chat, www.bmc-hockenheim.de, da schaut ihr gleich nochmal rein in den Chat, schaut da vorbei bei Simracing, da gibt es den BMC Simcar Cup, da gibt es dann alle Informationen. Ich kann euch nur sagen, Hockenheimring ist offizieller Partner und wir werden dort auch viele tolle Sachen verlosen, es wird auch Preisgelder geben, werden wir auch alles entsprechend noch veröffentlichen. Bitte gebt es einfach mal weiter, eine sehr, sehr interessante Sache. Ja. Phil, du hast noch so, was hinzuzufügen? Ja. iRacing Oval. Ich freue mich da auch. Also ich werde da vielleicht für den ein oder anderen Light nicht dabei sein beim Streamen. Das wird nämlich der Chris dann mit dem zuständigen Bearbeiter der Liga machen. Da haben wir nämlich auch einen Vollprofi beim BMC Hockenheim. Der kennt sich da richtig, richtig gut aus. Genau. Ist da auch schon richtig lange aktiv.
Er wird dann meine Stelle für die iRacing-Sparte übernehmen, aber ich werde im Chat mit aktiv sein, werde mir da den Stream definitiv nicht entgehen lassen. Genau. Aber du wirst trotzdem vielleicht doch das ein oder andere Mal mit mir mitkommentieren müssen, weil mein Co-Moderator ist in dem Fall der Präsident vom BMC, der vom Badischen Motorsportclub, der Jörg Bensemann, der ja selbst auch Rennleiter ist, also echt im Rennen unterwegs, auch schon in Amerika war, und mit der NASCAR-Leuten dort gesprochen hat. Also jemanden, der richtig im Thema ist, der auch dieses Euro-NASCAR mit zu uns nach Europa, nach Hockenheim geholt hat, haben wir auch mit ihm zu verdanken, unter anderem. Also er auch wirklich tatsächlich mit der echten NASCAR involviert und kennt sich da auch super gut aus. Also von daher ist es eine ganz tolle Sache. Aber wir sind ja nicht nur unterwegs auf dem PC, so wie heute, sondern auch morgen geht es wieder weiter mit PlayStation. Und zwar, da fahren wir auch. Und zwar, ja, auch eine ganz spannende Strecke. Laguna Laguna Seca Seca. fahren wir. Corkscrew sagen wir da nur, Korkenzieher. Eine ganz, ganz spannende Strecke. Und ja, da sind wir auch auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht kann der Phil euch ja mal kurz von Wikipedia ablesen, ein bisschen was über Zoldern. Zolder, da brauche ich dir gar nichts ablesen. Zolder, ich sage jetzt mal, aus den 60er, 50er, 60er Jahren die Strecke entstanden, mit 10 Kurven, 2 Schikanen, 4 Kilometern circa Rennstreckenlänge, je nachdem, wo man sie misst. Aber im Schnitt sind es 4 Kilometer. Hat eine Start- und Zielgerade, beziehungsweise Start- und Ziellinie, Bereich, nicht so wie Spa 2. Die Besonderheit sind hier wirklich die beiden Schikanen, denn nimmt man sie zu eng mit, weil man sollte ein bisschen über die Curbs gehen, hat man ganz viel Zeit verloren. Nimmt man sie zu weit und denkt, ah ja, man ist vorsichtig, sowieso zu viel Zeit verloren. Genauso wie in der ersten und zweiten Rechtskurve nach Start und Ziel, im Prinzip gefolgt nach der Links. Auch hier aufpassen, weil doppelter Apex, sprich zweifacher Scheitelpunkt. Richtig nehmen, dann kannst du richtig viel Zeit gewinnen. Ich selbst damals auf PlayStation hier gefahren, daher auch die Erinnerungen. Mal habe ich sie richtig getroffen, mal habe ich sie nicht so wirklich gut getroffen. Ruckzuck bist du da in Kies und ja, verlierst halt eben die Plätze, genauso wie in den Schikanen. Also hier wirklich Vorsicht geboten. Mut muss dabei sein, aber kein Übermut. Ganz genau. Apropos Mut und Mut nicht, wir starten gleich in die Einführungsrunde beim sechsten Rennen der Couchmasters hier im Circuit Zoldern. Wir fahren in der Klasse GT3 wieder alle schön zusammen. Auch die Liveries, also die Lackierung der Fahrzeuge von den Teams selbst gewählt. Auch mit den Sponsoren hatten wir eine lustige Unterhaltung im letzten Rennen. Von daher ist es immer ganz toll zu sehen, was die Fahrer hier alles am Start haben. Also, wir sehen jetzt hier, das Feld bewegt sich und Oliver Martens mit der Bestzeit von Platz 1 geht er ins Rennen. Sind wir jetzt mal absolut gespannt. Schau jetzt gerade mal Genau, nach. ich nenne mal die ersten, nennen wir mal. Wir haben auf Platz 1 Oliver Martens, fährt hier für das Team SOR Racing. Auf Platz 2 wird ins Rennen starten der Robin Dietzler vom Team Kolben-Schmiede eSports. Dann haben wir auf Platz 3 Moritz Neumann, ebenfalls von Kolben-Schmiede eSports. Dann auf Platz 4 Tim Steinbrecher vom DMV Sim Racing Team vom Deutschen Motorsportverband. Bastian Holter von Platz 5, er fährt Daddy Cool Racing Team unterwegs. Robert Bleed, SOR Racing, Sack of Rice, also Sack of Rice. Chris Leucht, auch richtig gut, von No Big Deal Racing ist er unterwegs hier. Sehen wir gleich, müsste der Audi R8, der BMW, kann ich gar nicht genauso richtig sehen. Also haben wir ihn hier schön eine Onboard-Kamera. Dann Florian Hölz von Platz 8 geht er ins Rennen, Fluss Racing bei Kolben Schmiede. Dann haben wir Jonas Rode, da ist er auch ebenfalls, SOR Racing im orangefarbenen McLaren, da fährt er hier. Er fährt auf Platz 9. Auf Platz 10 haben wir dann den Lennart Pfeil, ebenfalls von SOR Racing, beide die gleiche Lackierung. Und Ronny Lepp von Platz 11, da gehen wir dann gleich los und schauen uns im Nachhinein die Highlights bei ihm an. Martin Bierbaum auf 12.
Tobias Sonntag auf 13, 14. Der Ludger Schindler, bin ich mir sicher, ist mit einer unserer jüngsten Fahrer. Manfred Steiner von Platz 15. Dann Platz 16, Vlad Will von Alemannia Aachen eSport. Dann geht es weiter mit Steven Reinhardt von SOR Racing. Und Nico Benjamin hier auf Platz 18 und auf 19 Pete Calibrium und auf 20 Julian Appel. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch Zeit haben. Wir schauen mal an die Spitze, weil die Fahrzeuge formieren sich. Also bis dahin erstmal die ersten 20 Fahrer. Ich sag die anderen nochmal schnell nebenher durch. Dieter Brecht 21, Kim Tigi auf 22, Daniel Albrecht auf 23, auf 24 Armin Schlömer, auf 25 Jens Kühleis, auf 26 Manuel Rinn, 27 Thorsten Völkers, 28 Florian Göldnitz, 29 René Heinz, 30 Daniel Krebs und die 31 Leo Müller. So, jetzt genau, richtig geht's gleich los zum Start. Wir sind gespannt. Von Platz 1 wird er starten. Oliver Martens hier und direkt verfolgt von Robin Dietzler. Und die Ampel ist grün, das Rennen ist gestartet. Beide kommen da jetzt sehr gut weg und da zieht er gleich richtig auf die Ideallinie und haut die Tür zu. Oh, Robin Dietzler ganz eng ins Eck oder beziehungsweise ganz nah dran von an Oliver Martens im orangefarbenen Auto auf Platz 1. Wir gucken mal ein bisschen weiter hinten, sehen wir nämlich den Bastian Holter, der da nochmal mitkämpfen muss. Auch ein bisschen sehen wir vorne, dass der Tim Steinbrecher auch einen Platz zurückgerutscht ist. Genau, wenn ich das hier sehe, genau, der wurde nämlich überholt von Moritz Neumann. Oder bin ich da durcheinander? Nee. Hilf mir. Nee, da bist du nicht durcheinander, soweit alles gut. Bei dir vorne ging es richtig schön rund. Bei mir hinten ging es auch richtig rund. Es gibt 3 Durchfahrtsstrafen. Ronny Lepp, uiuiui, war das Ronny Lepp? Ich glaube, der ist ganz schön geradeaus hier ins Kies rein, wenn er das ist. Oder Steven Reinhardt, ich weiß nicht genau, wer es war. War es Ronny Lepp? Ich kann es gar nicht genau sagen. Nee, der ist noch unterwegs. Wer hat denn den zweiten SLS? SL. Müssen wir mal gleich schauen. So, Spitze sieht klar aus. Da haben wir Oliver Martens, fährt vorweg. Hinten dran jetzt die 512. Das ist der der Robin Dietzler. Oliver Martens fährt ja vorne weg. So, dann haben wir Tim Steinbrecher, hat sich wieder zurückgekämpft. Da bin ich mal jetzt gespannt, was da passiert mit dem Moritz Neumann. Hier geht's um Platz 3. Hinten wird auch weiter gefightet. Robert Blied müsste das sein, genau. Robert Blied saugt sich jetzt im Windschatten an von Moritz Neumann. Der orangefarbene BMW. Bastian Holder im Audi R8 im Grün hinten dran. Jetzt zieht sich das aber wieder ein bisschen auseinander. Weiter hinten wird auch nochmal gekämpft. Also es geht ja heute richtig zur Sache. Man weiß gar nicht, wo man hinschalten soll. Jonas Rode hat sich ein bisschen jetzt Abstand rausgefahren. Hinter ihm hängt der Chris Leucht im Porsche, im silberfarbenen Porsche. Auch da hinten dran müsste es jetzt das Duell gewesen sein. Ronny Lepp muss sich da wehren gegen, wenn wir dabei sind, Lennart Pfeil. Beide jetzt nebeneinander. Also, da haben wir definitiv nicht zu viel versprochen, mal so. Nebenbei, Doris Hockenheim, servus, guten Abend. Du kommst hier gerade richtig packende Rennaction. Ludger Schindler, der Youngster, versucht da richtig ranzugasen und einzuheizen. Da gibt's den Dreher. Oh, was ist da los? Oh, und der nimmt ja das Schild mit. Der Will Flat muss hier das Elf-Schild mitnehmen. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir sehen können, was da Auslöser war. Wer war es? Steven Reinhardt oder nicht? Ich kann es gar nicht sagen. Wir probieren es mal kurz mit der Rückschau, ob wir es sehen beim Steven Reinhardt. Ich weiß nicht, wer sich da gedreht hat. Lass es uns nochmal schauen. Nee, da können wir jetzt leider nicht sehen. Ich habe das jetzt so schnell gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Bastian Holder ist mit Gelb. Bastian Holder, Daddy Cool Racing. So, also die Ereignisse überschlagen sich hier. Hallo Fred ist auch dabei. Doris hast du auch schon gegrüßt. Hallo Mama. Ja. So, genau, also die Ereignisse überschlagen sich hier. Wir gucken mal, 2021 müsste es auch nochmal ein Duell geben, genau. Also hier hinten, ich bin gerade auf P25 um die Kante rum. Da ist auch der Daniel, der war leider in eine leichte
kleine Rangelei unabsichtlich verwickeln. Jens Kühleis, probiert's jetzt da innen rein. Schau mal, wie er da durchbricht über die Curbs drüber. Mein Gott, das war ja Manfred Steiner, der hier wirklich alles riskiert hat und am, ja, vorbeigefahren ist. Ja, aber genau so geht's. Über die Curbs. Zumachen. Genau, über die Curbs mit Maßen und dann Tür zumachen und zack, hast du Position. Gut gemacht. Auf jeden Fall P25, schöner Viererpack jetzt hier hinten. Schauen wir gleich mal rein. Genau, oh, schaut euch das mal an, liebe Leute. Das ist Motorsport. Guck mal, da sieht man, oh, da gibt's die Berührung. Eieieiei. Und wieder die Berührung mit Florian. Oh, und da ist der Porsche raus. Schade, schade. Das müsste Florian Göldenitz gewesen sein. Das war der Florian Göldenitz. Beziehungsweise der Leon Müller. Ich weiß es nicht, wer war denn das? Florian Göldenitz? Jawohl, der war auf jeden Fall. Der hatte bei mir auch eine gelbe Flagge. Also, hier jetzt nochmal die Rückschau, was passiert ist. Da sind sie einfach gefahren. Nochmal die Überholung. Ich kann es gar nicht genau sehen, aber was dafür kann. Müsste jetzt gleich wieder kommen. Nee, leider nicht. Wir haben es nicht gesehen. Heute ein bisschen schwierig. So, da ist der Wagen natürlich von Jens Kühleis auch hinten ordentlich ramponiert. Und da rutscht er weg. Da wir dann Schaden hinten haben. Ja, da ist der Heckflügel, ist ganz krumm hinten bei Jens Kühleis. Schade, oh, der kann den Wagen gar nicht mehr unter Kontrolle halten. Also, Jens Kühleis hier mit massivem Schaden unterwegs an die Box. Vielleicht schauen wir hier nochmal, ob wir da was sehen können. Wir probieren es noch einmal auf die Rückschau. Genau, hier können wir es jetzt nochmal sehen bei Jens Kühleis. Schauen wir nochmal in die Zeitlupe bzw. in die Rückschau. Hier ist das Fahrzeug also noch in Ordnung. Dann warten wir mal ab. Das müsste dann sein, der, ja. Schau mal, da gibt es jetzt den Überholvorgang. Da passt aber alles noch. Da auch. Guck, dann sehen wir nochmal hier drüber die Berührung noch mit dem Porsche. Oh, da gibt es nochmal den Stoß. Eieiei. Ja, ein bisschen ordentlich zusammengerempelt alle. So, und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir hier jetzt noch gleich den Vorfall sehen. Über die Curbs. Ah, ja, da dreht er sich schon mal ein bisschen. Nee, da kann er aber noch nichts. Erklärt den Schaden noch nicht. Zeitlupe ist jetzt gleich vorbei. Also es muss dann später passiert sein. Hier auch nochmal das Schild. Ja, oh, also er rutscht hier weiter über die Strecke. Er gibt nicht auf. Jens Kühleis, schau dir das mal an. Sein Fahrzeug, und wieder eingeschlagen in die Mauer. Er will nicht aufgeben. Das ist natürlich immer ehrenwert. Er muss jetzt aufpassen, dass er die anderen nicht behindert. Das macht er natürlich nicht. Aber wir sehen jetzt Jens Kühleis, der mit einem absolut zerstörten Wagen versucht, zurück in die Box zu fahren. Und er gibt nicht auf. Also Kämpfergeist. Ah, jetzt steht er da ein bisschen im Weg. Aber ja, er macht trotzdem Platz. Sein Bestes, was er da kann. Wir haben... Und das Sepp. Rad Sepp. Danke. 186 fürs Folgen. Danke fürs Folgen, Sepp. Also hier, Jens Kühleis jetzt mit ramponierten Wagen zurück in die Box. Da waren wir jetzt ein bisschen dabei. Dann 14, 15, wenn es nach meinen Aufzeichnungen geht, müsste es ja auch wieder ordentlich zur Sache gehen. Wir sehen nämlich hier Steven Reinhardt vom SOR Racing. Vorne ist der McLaren im Orange-Schwarz. Er wird direkt verfolgt vom Nico Benjamin. Oh, mit dem Lamborghini. Da ist er ein bisschen, glaube ich, eben ins Heck reingefahren. Oh, 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 ich weiß es nicht. Genau, da rutscht er jetzt ein bisschen zurück. Nico Benjamin hier im Heck. Das schauen wir uns einfach nochmal kurz in der Zeitlupe an. Also hier sehen wir es nochmal jetzt in der, ja, in der Rückblende. Beziehungsweise da ist noch alles anders. Ist vielleicht doch ein bisschen später gewesen. Also heute haut es irgendwie nicht ganz hin mit den Rückblenden. Ich glaube, ich habe aber auch den Fehler gefunden. Gut. Schnellste Rennrunde, Oliver Martens, 1.28.820 in der Rennrunde, 1.28.870. Also schnellste Rennrunde momentan von Oliver Martens. Da ist ein Bild, seine Führungsmeter. Also eher einen komfortablen, ja, Vorsprung, würde ich sagen, auf den Zweitplatzierten, den wir hier sehen im Bild, die Startnummer 512, den Robin Dietzler vom Team Kolbenschmiede. Tim Steinbrecher auf 300, der räubert über die Curbs drüber. Ja, der Tim, der muss sich so ein bisschen, zumindest war es eben noch, vom Moritz Neumann so ein bisschen eine Acht geben, weil der ist hinten dran in seinem Mercedes AMG. Kim Tingi muss sich hier verteidigen. Entschuldigung, wenn ich hier kurz reingegrätscht bin, ja.
Alles wunderbar. Auf jeden Fall Moritz Neumann auf P4 ist an Tim in Schlagdistanz. Uiuiui. Ui, ui. Ich bin hier gerade ein bisschen. Julian Appel, Daniel Krebs, Pete Calibrium, die geben sich hier ordentlich. Genauso wie Bastian Holter, Armin Schlömer, die geben sich auch gerade so ein bisschen. Julian Appel jetzt von. Das ist wieder so typisch, man weiß nicht, wo man hin soll, weil überall haben sich jetzt so Dreier-, Vierer-, Fünfer-Grüppchen gebildet, die hier wirklich richtig. Oh, auch hier. Oh, Daniel Krebs voll im Heck jetzt von Julian Appel gewesen. Also, aber Julian Appel lässt sich auch nicht nervös machen. Oh, der BMW gerade eben, hast du es gesehen, im Drift von Daniel Krebs. Der ist ja quasi hier der schwarze BMW. Da kommt er im Bild mit der Startnummer 69 von Drehmoment Racing. Der ist ja richtig um den Drift, also um die Kurve gedriftet hier gekommen und hat es nochmal abgefangen. Ja, also mega krasse. Fährste quer, siehste mehr. Ja, genau. Das ist ganz einfach. Nico Benjamin hat jetzt aktuell eine gelbe Flagge. Und zwar Thorsten Völks neben der Strecke kurz. Das bedeutet natürlich für den Dieter Brecht, dass er da vorbeifährt. Dieter Brecht hier im weiß-schwarzen BMW, der ist jetzt innen vorbeigegangen, Platz 21, 20. Wechsel gab es hier, aber leichter Fahrfehler von Thorsten Völks. Thorsten Völks im hier rot-schwarzen Mercedes, zweigeteilt. Er ja auch immer ein guter Fahrer. Vorne scheint es auch schon wieder ordentlich zur Sache zu gehen. Da sehen wir nämlich den Manfred Steiner von No Big Deal. Der muss sich verteidigen, weil hinter ihm fährt der Jonas Rode. Jonas Rode eigentlich auch ein super schneller Fahrer. Er schert er jetzt aus und innen rein. Jawohl, Jonas Rode, das hat er super gut gemacht. Ja, also beide super gut verhalten. Auch der Manfred Steiner, wie er da Platz gemacht hat. Absolut professionell, die beide hier in diese Positionskämpfe reingegangen und fair geblieben. Also super gut gemacht, ziehe ich nur meinen Hut dafür. Super, super gut. Vor allen Dingen, das nenne ich mal ein Statement, einfach so einzuscheren und da so selbstbewusst zu sagen, so, jetzt bin ich da und du gehst jetzt mal nach hinten und das unfallfrei, ohne Kontakt. Also Chapeau. Auf Platz 21, 22, 23 haben wir hier jetzt auch der Dieter Brecht, der Thorsten Völks und der Daniel Albrecht. Genau, da sind wir gerade drauf. Daniel Albrecht, 284, auch mit in der Organisation der Couchmasters, auch im Bereich PlayStation sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob man schon sagen darf, aber er fährt ja auch bald in einer anderen bekannten Serie mit. Da freut es mich auch. Da müssen wir auch alle mal einschalten. Weiß nur nicht, ob ich es schon erwähnen darf, aber ja, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ja, ich weiß auch, welche du meinst. Genau. Da müssen wir ihn einfach mal um Rücksprache halten, wenn nicht, können wir das gerne mal die Tage preisgeben. So, da geht's auch schon ab, nämlich der Daniel Krebs ist jetzt vorbeigegangen vom Drehmoment Racing am, ja, Julian Appel, das war ja auch abzusehen, aber da schau mal, da kommt ein schönes Viererpack zustande. Also mir gefällt der schwarze BMW ziemlich gut, erinnert mich ein bisschen an die DTM. Schau mal, also der Daniel Krebs, der lässt es ganz schön fliegen heute. Das Auto stand jetzt schon mehrfach schwer bei ihm, also er hier wirklich über die Curbs drüber. Ich weiß nicht, mega krasse Sache. Hier zieht sich jetzt wieder ein bisschen auseinander. So, oh, da wird es auch nochmal spannend. Der Daniel Albrecht, der ist nämlich jetzt, glaube ich, dran am Thorsten Völks. Weiß nicht, Thorsten Völks macht mir ein bisschen Sorgen, weil der normalerweise auch ein bisschen zügiger unterwegs. Lässt sich auch ich nicht glaub, so leicht wiederholen. Ich glaube, er hatte irgendwie in der Startphase Kontakt und kann sein, dass er vielleicht da jetzt einfach noch so versucht, sich zu retten. Aber der Daniel ist natürlich dran. Ja, Daniel ist ja auch kein langsamer Fahrer. Also sind ja mittlerweile alle sehr, sehr gut und haben sich entwickelt. Aber Thorsten Völks, den wir hier im Bild sehen, mit dem Mercedes in der zweigeteilten Farbe, auch ein richtig guter Fahrer. Heute ein bisschen Sorgenkind. Da räubert er ordentlich über die Curbs. Muss er jetzt ein bisschen schauen. Kann ja sein, dass er da einen kleinen Schaden abbekommen hat. Auf jeden Fall, Daniel, hinten dran. Schön Windschatten ausnutzen. Jetzt hier bei der leichten Bergaufpassage. Achtung, steile Rechtskurve. Da habe ich mich am Anfang auf der PlayStation noch immer stark verbremst, bin ich stellenweise mal, boah, ich fahre mal geradeaus.
Mittlerweile ja, man kennt so die Strecken. Ja, eigentlich hatten wir geplant, genau, ja, eigentlich das Video zu zeigen. Also, die Couchmasters Classic, da haben wir nämlich noch einen kleinen Videoausschnitt, aber ich habe es leider hier runtergeladen. Die Qualität war einfach zu schlecht vom Runterladen. Wäre auf Stick besser gewesen, auch vom Ton her. Leider schade, sonst hätten wir euch mal da den Rückblick gezeigt, aber das können wir ja immer noch machen. Vielleicht mal in den Klassikrennen von letztem Jahr stöbern, weil der Phil ist da ja auch schon mitgefahren. Ja, lang ist es her. Mittlerweile die Technik hat sich geändert, es hat sich vieles geändert. Oh, der Daniel ist hier, neben dem Thorsten. Ja, ich sehe es gerade, ich probiere es. Sauber. Schön eng vorbeigezogen, ohne. Und Orsch, hat er nochmal aus. Ah, ich habe es gar nicht gesehen. Ist vorbeigegangen. Leider hat es mit dem Hinklicken nicht so schnell. Und da kommt wieder der Konter vorbei von Thorsten Volkers. Ich weiß nicht, ob er ihn da vorbeigelassen hat. Was war denn da los? Was war denn da los bei Daniel? Der hat sich jetzt einfach hier wieder zurück überholen lassen. Ja, das Heck kam leicht. Da hat er ein leichtes Übersteuern gehabt. Oh, und schau mal. Jetzt ist er wieder komplett dran. Oh, das ist... Also die beiden... Wunderbares Fighting. Schau dir das mal an. Wir schauen jetzt aus dem Heck von Thorsten Volkers und hinten dran klebt der Daniel Albrecht vom Q-State e-Motorsport, in dem du ja auch Mitglied bist. Das ist ja euer Team. Die Erklärung ist ja, da er ja aus zwei Nationen kommt, Deutschland und Österreich, Q-State, also zwei Staaten. Motorsport finde ich sehr, sehr schön eigentlich und weil wir auch viele Nationalitäten haben. Aber mir ist aufgefallen, sogar bei den Nationalitäten in PlayStation sind wir sogar vielfältiger, ne, als aktuell bei PC. Ja, das stimmt. Ja. So, also der Daniel Albrecht, der will es unbedingt wissen, der beißt sich da fest. So 14, 15, da muss es auch eng zusammengehen. Daniel Krebs frühstückt sich gleich seinen neuen Kontrahenten. Und zwar fährt vor ihm dann Kim Tiggy im grauen Audi R8. Auch ein sehr schönes Auto. Persönlich gefällt mir das auch richtig gut da vorne. Und zwar, da fährt er jetzt gleich im Bild. Kim Tiggy, No Big Deal Racing. Hier die Startnummer 16. Und hinten dran ist es mal wieder der Daniel Krebs. Oh, und da gab es eine Berührung scheinbar. Daniel Albrecht, wir schauen mal in die Zeitlupe. Also hier, Thorsten Volkers, jetzt müsste es klappen in der Zeitlupe. Oh ja, da gab es eine leichte Berührung. Das war jetzt natürlich nicht ganz so gut. Wir probieren es nochmal. Ja, und zwar ist er da leider eben ins Heck reingefahren. Wer schlüpft denn da noch durch? Das müsste der Florian Hölz, wer war denn das? Mit dem türkisfarbenen BMW, das sieht nämlich auch richtig gut aus. Ja, Armin Schlemmer, da ist er. Armin Schlemmer, unterwegs auf Platz 22. Der hat da jetzt natürlich profitiert, ist an dem vorbeigefahren. Super schönes Design, gefällt mir sehr gut. Die Farben auch richtig cool mit der Startnummer 1. Armin Schlemmer, schön, dass er da auch mit am Start ist. Das Design wahrscheinlich ja auch vom Auto selbst gewählt. Piet Calibrium, No Big Deal, der Teamkollege, wenn man so will. Ja, schalten wir mal kurz zu unserem jüngsten Fahrer hier im Porsche mit der Nummer 95. Oh, da steht ein Fahrer, Tobias Sonntag. Der steht, wir schauen uns das nochmal gleich an. Von der Heli-Perspektive, was ist da passiert? Also, hier sehen wir... Na, die Curbs. Ah, und? Jawohl, über die Curbs, Heck verloren, weggerutscht. Ah, das tut mir wirklich sehr... Aber gleich reagiert. Schau mal, war gleich auf dem Gas, gleich das Heck rumgedreht. Das hat das super gelöst hier, Tobias Sonder. Ah, da ist er jetzt ein bisschen weit rübergekommen. Da musste jetzt einer von SOL Racing ein bisschen außen vorbeifahren. Aber dennoch ganz gut gemacht. Jetzt kommt Daniel Krebs, der schlüpft da außen auch nochmal mit dem BMW vorbei. Natürlich sind die Reifen da jetzt vielleicht ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Aber Daniel Krebs jetzt hier neben Tobias Sonntag. Also beide fahren sie da jetzt. Der Mercedes, der gelb-weiße, muss zurückstecken. Da ist er leider auf die Curbs gekommen und mit dem Heck weggedreht. Aber gut reagiert. Also ihr habt gesehen, wie er schnell sich nochmal aufs Gas gedreht hat. Manuel Rindt ist auch im Chat. Hi, freut mich, dass du da bist. So, also auch hier der Drops quasi fast genutzt. Ja, wir haben eine neue schnelle Rennrunde, müsste eigentlich angezeigt worden sein, und zwar vom Herrn
Robin Dietzler vom Team Kolbenschmiede eSports. Er mit einer schnellsten Rennrunde unterwegs mit 1:28.517. Oliver Martens ist aber nicht mehr weit weg. Mit 1:28.525 ist er eigentlich ziemlich nah dran. So, Daniel jetzt durch die ganze Misere jetzt auf P23. Also Grüße gehen raus in diesem Sinne. An meine Teamkollegen. Manuel, Servus, auch an dich. Liebste Grüße. Oh, der gefällt mir auch richtig gut. Da will ich mal sehen, welches Fahrzeug ist denn das? Oh, der Vormann Julian Appel, ist das? Nee. Den haben wir den noch nicht gehabt. Oh, schade. Also deine Pedale haben nicht funktioniert und konntest deswegen nicht mitfahren, Manuel. Nee, während dem Rennen, man hat es schon ein bisschen gesehen, er war mit am Start. Da ein bisschen neben rausgefahren, der Nico Benjamin von Benzing Motorsport, muss ich mal lesen, ich habe es ein bisschen klein, Motorsport. Genau. Na, vielleicht lege ich mir das einfach auch mal darüber. Ich habe schon 3 Monitore und ich könnte noch einen 4. gebrauchen, ey. So. Ja, also, ich verstehe, aber Rennaction haben wir trotzdem. So, es sind jetzt schon einige in der Box. Weiß nicht, ob das was mit zu tun hat. Das sieht mir fast so aus nach Schaden und viel zu lange Standzeit. Wir haben es ja letzte Woche schon mal angesprochen. Und zwar Martin Bierbaum von Karkrämer Racing eSports. Da sind wir auch sehr stolz, dass die bei Couchmasters dabei sind. Die Jungs, die hier bei uns mitfahren, sind ja die E-Sport-Fahrer von einem Team und das Karkrämer E-Sports-Team. Die sind ja auch auf dem richtigen Rennstrecke unterwegs, also auch bei der VLN. Und da haben wir ja letzte Woche schon mal ein bisschen Werbung gemacht in dem im Stream. Und ja, da könnt ihr vielleicht auch mal auf der Webseite vorbeischauen, guckt in den letzten Stream nochmal vorbei, beziehungsweise die haben auch Instagram, da schaut nochmal vorbei, poste ich auch gleich nochmal den Link zum Instagram-Kanal von Karkrämer eSports. Ludger Schindler, unser jüngster Fahrer mit einer Durchfahrtsstrafe. Oh, schade, schade. Genauso wie Florian Hölz mit einer Stop-and-Go 20. Die Stewards sind natürlich im Hintergrund aktiv, also da haben wir den Luxus. Ich bin da wieder live auch mit denen im Kontakt und sehe auch, zu was die Entscheidungen treffen, auch zu welchem Vorfall. Und man muss da auch mal wirklich in den Hintergrund sagen, ohne groß abzuschweifen. Leute, Live-Stewarding, Rennkommissare, alle, die im Background da schaffen, egal ob im Discord oder Stewarding, geil, dass ihr dabei seid und wir hoffen auch, dass er dabei bleibt, weil gerade so macht es einfach echt viel Laune und ja, fettes Danke. Chris ist wieder voll genau. Vertieft. Ja, fettes Danke. Danke für die Überleitung. Ich habe gerade mal eben den Link in den, in den Chat gepostet vom Karkrämer eSport. Vom Ronny haben wir es auch schon mal reingepostet. Da gehen wir ja danach nochmal rein, nach dem Rennen und schauen uns hier die Highlights an. So, 14:15 müsste es ordentlich wieder... Oh, schau dir mal das Dreierpack an. Das ist der Bastian Holter hier in der Mitte im grünen Audi R8. Vor ihm fährt der Kim Tigi und hinten dran der Jonas Rode. Jonas Rode ist eigentlich auch ein richtig schneller Fahrer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Platz 15 ist ja eigentlich jetzt nicht der, wo er üblicherweise fährt, sondern ein bisschen weiter mit vorne. Weiß jetzt auch gar nicht, was los ist. Natürlich gibt es immer mal Tage, an denen es läuft und dem es mal nicht so läuft. Aber Jonas Rode, normaler Fahrer, der auch eigentlich viel weiter vorne zu sehen. So, jetzt Bastian Holter greift innen an. Kim Tigi, da gibt es die Berührung. Aber beide bleiben auf der Strecke. Und da schlüpft er gleich noch mit durch, der Jonas Rode. Iaiaiaiai, also ist schon eine harte Nummer. Ich weiß es nicht, ob es noch nichts. Da rutscht ihm das Heck ein bisschen. Der Jonas Rode versucht natürlich jetzt gleich auch ein bisschen mitzugehen. Aber hält es nicht. Oh, dann sehen wir nochmal hier den Bastian. Der war ein bisschen neben der Strecke. Ja gut, einer fehlt. Kann das sein? Ja, der Manuel rennt. Ja, er ist raus, aber ich meine, eben gerade war doch noch der
Steiner hier. Steiner. Nee. Manfred. Steiner? Kim Tiki war das. Ist aber zurückgefallen, der war doch eben noch mit dabei. Kim Tiki aktuell auf P19. Ja, ja, da war doch eben mit dir dabei. So. Ja, wer weiß, die bösen Curbs, also eben, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die eben, ganz, ganz bösen Curbs. Eben war doch aber auch noch, jetzt gucke ich eine Sekunde rüber und eben war auch noch der Florian vorne dran und ist jetzt auch hinten dran. Okay, also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hängt hier ein bisschen mein Rechner hinterher, aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Also, zwischen 4 und 5, Lennart Pfeil. Ronny Lab aktuell auf Platz 8. Platz 4, 5, Moritz Neumann, Lennart Pfeil. Hier auch schön enges Duell. Ja, jetzt geht es hier gleich um Platz 4. Mercedes AMG gegen den McLaren 720S. Also auch hier alles noch in Schlagdistanz. Genauso Daniel Brecht, Kim Tiggy. Auch Differenz so. Von 0,5 Sekunden. Gerade mal, um den Zuschauern das alles noch mal ein bisschen nahe zu bringen. Trotz, dass es nur noch 4,5 Minuten Rennzeit sind, jetzt hier im ersten Rennen, geht es hier immer noch stellenweise richtig zur Sache. So, jetzt müssen wir nämlich gucken. Und zwar der Lennart Pfeil, der macht ernst. Der möchte natürlich jetzt noch mal. Jetzt hat er ein bisschen verloren. Robin Dietzler wieder immer noch mit der schnellsten Rennrunde. Also hier um Platz 4. Oh, Ludger Schindler macht langsam. Er fährt ja auch für K. Krämer Racing Esports. Also das ist eine ganz tolle Sache. Da sind wir auch richtig geehrt, dass dieses Team bei uns hier mitfährt. Und sich auch hier misst mit anderen Fahrern. Also momentan auch eine sehr ganz tolle Sache. Wir wachsen immer weiter. Also wenn ihr gerne mal mitmachen wollt, www.couchmasters.de findet ihr alle Informationen. Aktuell sind wir ja in der Planung, um mal ein bisschen zu teasern für eine neue Webseite. Nur für Couchmasters, da wir dann noch mehr Infos zur Verfügung haben. Und da wird sich auch ein bisschen einiges noch ändern, was Anmeldungen angeht. Aber die dabei schon da sind, die wissen das. Keine Angst, ist nichts Schlimmes. Nur, dass wir hier schön die Übersicht haben. So. Jetzt haben wir noch 3 Minuten 22 fürs erste Rennen. So, dann haben wir hier den Kim Tiki und den Dieter Brecht. Kim Tiki, no big deal. Vorne dran fährt der Dieter Brecht im BMW, im weiß-schwarzen BMW mit den lilafarbenen Felgen. Also ich muss mich da echt dran gewöhnen, wie die Fahrzeuge hier über die Curbs hüpfen. In anderen Rennstrecken ist es nicht so arg wie hier. Also hier sieht man die Dinger ja quasi im Vergleich nur fliegen, ne? Ja, das ist es aber. Da, jetzt siehst du das, gerade hinten von Kim Tiki, der da über die Curbs drüber fliegt. Ja, das ist, die Schikane ist auch bekannt dafür, die musst du mitnehmen, die musst du ein bisschen schneiden, ansonsten verlierst du da zu viel Zeit, aber die Gefahr ist hier auch einfach, zu viel geschnitten, hebelst dich auch einfach raus, so wie wir es schon gesehen haben bei auch manch anderen Stellen hier an den Curbs. Dich hebelst einfach raus und du verlierst die Kontrolle über das Auto. Das ist hier Millimeterarbeit. Von daher, die Fahrer haben hier doch wirklich einiges zu tun, um die schnellen Rundenzeiten hier zu fahren. Also es ist definitiv alles andere als leicht. Gerade hier. Hier wird es gerade auch nochmal, glaube ich, spannend. Martin Bierbaum fährt vorne im Porsche von K. Krämer Racing Esports, die übrigens auch in der gleichen Lackierung auf der echten Rennstrecke unterwegs sind. Also 1:1 hier gespiegelt bei uns bei den Couchmasters unterwegs. Hinten dran der Daniel Krebs, also ich weiß nicht, der hat irgendwie heute das Messer zwischen den Zähnen im positiven Sinne. Der will vorwärts kommen, der arbeitet sich richtig gut durchs Feld. Durchs Feld, ich war nämlich schon weiter. Weil nämlich auch hier geht es weiter vorne um Platz 6, der Lennart Pfeil. Chris Leucht auf Platz 5, der vorne fahrende graue Porsche vor Lennart Pfeil. Daniel Krebs jetzt vorbeigegangen an Bierbaum, mit dem Moment, wo man umschaltet. Also es ist heute echt was los, Motorsport überall geboten.
nicht verpassen. Wir schauen uns die Highlights nach dem Rennen auf dem Kanal von Ronny Lab an. Wir raiden, also das heißt, wir ziehen alle auf den Kanal und schauen nochmal zu, wie die Fahrer zusammen auf dem Kanal von Ronny Lab das Rennen besprechen, wie es für sie war. Eine sehr, sehr tolle Sache. Also wenn euch das noch interessiert, schaut da vorbei. Gleich im Anschluss, was ihr machen müsst, einfach dranbleiben. Genau. Nicht verwundern, irgendwas schließen. Manchmal denkt man ja, funktioniert das jetzt? Manchmal braucht Twitch da auch nochmal ein Sekündchen länger. Also bleibt einfach da sitzen, schaut auf euren Monitor, wartet kurz ab. Auf einmal blinkt, springt es dann rum und dann seid ihr beim Ronny im Twitch-Kanal und könnt da live die After-Besprechung ja. miterleben. Und er verliert dann auch noch das ein oder andere Wörtchen, manchmal auch ein paar Tipps, ein paar Tricks für vielleicht auch interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer. Also immer wieder sehr interessant, jetzt zu sehen. Also Chapeau geht ja wirklich an den Chris Leucht raus, der in der AM startet und auf Platz 5 fährt. Ja. Zwischen den ganzen Pros da vorne. Genauso wie Martin Bierbaum auf Platz 11. Genau. Also wir haben ja eine Wertung, eine Leistungsklasse. Einmal von quasi AM und Pro. Lasst euch von der AM-Amateurwertung da nicht jetzt verunsichern. Also da sind auch schon schnelle Fahrerinnen und Fahrer unterwegs und Pro sind auch schnelle. Wir teilen es ein bisschen ein, je nach Erfahrung, die man schon hat. Ganz kurz gesagt, ihr kennt es ja auch schon mit der Rennschule. Schaut doch mal auf den YouTube-Kanal von Sass Mutterblog. Da haben wir die Rennschule auch schon übertragen. Die wird bestimmt auch bald wieder mal von uns übertragen, sofern sie dann wieder stattfindet, jetzt, wenn wir PlayStation unterwegs sind. Und dann könnt ihr das auch sehen und so machen wir ein bisschen eine Einteilung. Dann habt ihr auch ein bisschen mehr Spaß. Wenn ihr vielleicht noch nie vorher Simracing gefahren seid, könnt ihr bei uns auch fahren. Dann startet ihr unter AM mit anderen normalerweise auf einem eigenen Server. Also passt es ein bisschen. Wow, danke Vanessa. Hier hat Stufe 1 Abo verschenkt an den Phil. Vielen, vielen Dank. Und hat auch noch ein paar Rennpunkte gesammelt. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Vanessa. 2001 X hat. So. Schmiede 494. So, jetzt die paar letzten Meter für unseren Oliver Martens. Muss ich gerade mal rein. Subtu-Kolbenschmiede 494. Ja. Und da gewinnt er gleich hier das erste Rennen vor Robin Dietzler. Habe ich ein bisschen reingeschwätzt, aber so ist es jetzt leider. Für den Dank nochmal. Dann hier der Tim Steinbrecher macht das Podium komplett. Er kommt rein auf Platz 3 hier über dem ersten Rennen. Herzlichen Glückwunsch, er fährt da drüber. Und ja, Vierter wird Moritz Neumann. Oh, da kam das Heck noch ein bisschen durch. Er auf Platz 4. Und dann, wie du es gesagt hast, hinten dran hier der graufarbene Porsche. Chris Leucht, genau. Ja. Robert Blied, Lennart Pfeil. Ronny Lab kommt auf Platz 8 an. Will Flat. Flat Will, Entschuldigung, hier Alemannia Aachen E-Sport. Haben wir immer noch keine Ahnung, ob es das offizielle Rennteam ist. Daniel Krebs auf Platz 10. Der ist ja heute durchgepflügt ohne Ende. Also ein absoluter Respekt. Martin Bierbaum auch richtig gut heute durchgekämpft. Steven Reinhardt auf 12. Da kommt er rein. Bastian Holter beendet auf 14. Auf 13. Auf 14 ist der Jonas Rode. Da haben wir ihn. Tobias Sonntag auf 15. Da müsste er noch reinkommen. Das ist aber nicht das richtige Bild, da ist er. Tobias Sonntag kommt da auf 15 rein. 16 den Julian Appel, den haben wir hier. Dann Manfred Steiner auf 17, Dieter Brecht auf 18, Kim Tiggi auf 19. Der fällt schon mal ins Gras, beziehungsweise ins Dings. Pete Calibrium kommt über Platz 20 oder in 20 ins Ziel. Daniel Albrecht hat als 21. das Rennen beendet. Florian Hölz hier normalerweise auch ein bisschen weiter vorne zu finden. Momentan auf Platz 22. René Heinz kommt auf einen guten 23. Platz rein. Ludger Schindler, sehr guten 24. Platz. Nico Benjamin kommt hier auch gleich ist auf dem 25. Platz gut reingefahren. Thorsten Völkers kommt auf Platz 26. Und dann haben wir leider ein paar Ausfälle zu beklagen. Die sind nämlich hier in der Box. Das ist natürlich zum einen hier der Armin Schlömer, der Leon Müller hier im neonfarbenen Porsche, dann der Jens Kühleis hier mit der Startnummer 221, Florian Göldnitz, der hier auch mit dem Porsche in der Box leider stehen musste, und der Manuel Rindt, der uns ja auch im Chat geschrieben hat, dass ihm hier seine Sachen sind. So, sehr schöne Lackierung sehe ich da. Da hätte ich gerne mal einen Screenshot von jemandem. Da unten ein tolles Logo hinter dem Rad. Sehr cool, danke. Gefällt mir richtig gut.
Da hätte ich gern ein Poster. So, aber mir gefallen natürlich alle Autos sehr, sehr gut. Phil, wie geht's jetzt weiter? Erklär uns, was passiert jetzt. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Dein Mikrofon ist aus. Wir müssen dich gleich nochmal hören. Ja, jetzt hört ihr mich. Jetzt hören wir dich. Genau. Ich habe gerade eben meine Sitzposition gesucht, weil ich bekomme jetzt nochmal etwas Kühles zu trinken, dann gleich für die zweite Hälfte. Und zwar geht es jetzt weiter nach einer kurzen Pause. Was heißt kurzen Pause? Das sind auch wieder so 2-3 Minuten. Startet das zweite Qualifying. Ebenfalls wieder 10 Minuten und gefolgt von nochmal 30 Minuten Renn-Action. Hoffentlich nicht unspannender, möchte ich jetzt mal sagen, wie eben, weil das war ja sowohl das Qualifying, Platz 1 bis Platz 10 innerhalb von einer Sekunde, und so ging es dann auch durchs ganze Fahrerfeld weiter. Hoffentlich das Gleiche nochmal. Vielleicht jetzt mal mit ein bisschen weniger Kontakte in den hinteren Reihen. Das wäre vielleicht ganz interessant, weil ich glaube, da waren viele Fahrer dabei, die echt ein gutes Potenzial hatten, aber dann halt einfach vielleicht ein bisschen Schaden hatten und somit leider nicht mehr vorfahren konnten. Also Leute, jetzt Ziel setzen, neues Rennen, neues Glück. Einmal nochmal richtig Vollgas geben, zeigt, was ihr könnt. Und so geht's weiter. Ganz genau. Sehr gut, da sind wir auch absolut gespannt. Wir haben ja auch hier, wie gesagt, auch einen sehr, sehr jungen Fahrer, den Ludger Schindler. Das finde ich auch also ganz toll, dass wir da einfach die Altersspanne haben. Ich sag mal, von erfahrenen Fahrern und etwas auch den Jüngeren, die da mitfahren. Und ja. Ist das Kätzchen auf dem Platz? Nee, tatsächlich nicht. Ist jetzt wieder wärmer. Von daher kann man ja jetzt wieder draußen rumlungern. Also ihr kennt ja die Streaming-Katze, die hier immer vorbeikommt, die quasi ja hier immer ein bisschen mal reinmiaunzt hat. Die Katze eigentlich gar nicht von uns gewünscht. Die war einfach schon da, als ich hierher gekommen bin. Also von daher haben wir sie schön übernommen. Aber wenn sie halt mal nicht neben mir liegen kann, dann miaunzt sie immer rum. Aber heute ist jetzt gutes Wetter, da ist sie mal länger draußen. Jo, also, wir gehen gleich weiter. Wir müssen Serverwechsel machen. Wie sieht es aus, lieber Phil? Du wirst mir das mit Sicherheit gleich sagen können. Ja und nein. Ich kann es dir genau sagen, denn nein, wir müssen keinen Serverwechsel machen. Denn es wird alles vollautomatisch wie auch nachher passieren. Der Server springt dann demnächst um in das zweite Qualifying. Sprich, wir können hier draufbleiben, es ist ein vollautomatischer Prozess. Wir müssen einfach nur die Zeit warten, die jetzt vom, fast hätte ich das böse S-Wort gesagt. Nein, es ist eine Simulation. Von der Simulation vorgegeben ist. Genau. Müssen wir einfach abwarten und ja. Genau. So, ich probiere währenddessen nochmal euch etwas zu zeigen. Und zwar ist mir das wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Und um das hier. Und zwar der BMC Simcar Cup. Wie gesagt, wir haben ja einen Partner, mit dem wir das hier zusammen machen. Und ja. Ja, genau. Man muss spiegelverkehrt machen. Also so rum. Ich habe es jetzt gelernt. Schaut bitte vorbei. Jetzt mitmachen beim BMC Simcar Cup. Da gibt es also echt tolle Sachen zu gewinnen. Die werden alle live gestreamt, auch wieder mit. Eine sehr, sehr spannende Sache. Wir sind auf iRacing. Das ist die Möglichkeit für euch, mit hier einzusteigen. Wow, und es dreht sich das Rad. Wir haben ein Rad. Wir haben ein Rad. Nix unterstrich Refis folgen. Nix Ray, vielen Dank fürs Folgen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auch von mir vielen, vielen Dank für das Folgen. Genau, also schaut nochmal vorbei. Hier seht es auf der Seite www.sas-motorblog.de. Gibt es diesen tollen Beitrag. Da wäre es auch ganz schön, wenn ihr da nochmal vorbeischaut, ein bisschen Werbung macht. Es fehlen nämlich noch ein paar Starterplätze, weil Nesca sieht ja eigentlich immer ganz gut aus, wenn viel los ist und wenn es ganz, ganz groß ist. Dann ist es natürlich immer ganz toll. Deswegen ein paar freie Plätze haben wir noch.
Und es wäre natürlich ganz, ganz toll, wenn ihr da noch ein bisschen Werbung für uns machen könntet, um einfach zu sagen, hey, da gibt es eine tolle Rennserie und fahrt doch da mit. Oder ganz einfach nicht Werbung machen, sondern selbst mitfahren. Das wäre natürlich das Allerbeste, ne? So, wir gehen gleich zurück. Ich bin immer noch mal ein bisschen als mit der Technik beschäftigt, ihr merkt es. Aber kein Problem. Auch jetzt das kriegen wir hin. Qualifying. Ja, soweit sind wir schon. Und zwar drehen die Fahrer schon ihre ersten Runden. Aktuell noch keine gezeiteten, beziehungsweise schon gezeitet, aber die In-Lap, sprich die erste Runde, da sind wir ja bei Zeiten zwischen 8 und 10 Minuten stellenweise, da die Fahrer ja noch in der Boxengasse was einstellen. Von daher noch keine relevante Zeit gesetzt. Ganz genau. Wir sind wieder dabei bei dem toll lackierten Wagen. So. Aktuell haben wir noch keine Bestzeit hier. So, jetzt sind wir hier wieder. Ah. Also, was ich auch wirklich sagen muss, die Teams, die Lackierungen, also das sind von vielen, vielen kleinen Details bis hin zum kompletten Design echt, also richtig geile Schmuckstücke schon dabei. Ich fühle mich jedes Mal so ein bisschen, gerade wenn ich dann so ein paar BMW-Schnauzen hintereinander fahren sehe, wie auf dem Hockenheimring beim BMW Cup. Es war einfach diese Individualität, die nicht nur im realen Rennsport gegeben ist, sondern auch hier verbindet echt so ein bisschen zum realen Rennsport. X12 R13, Tachchen, Servus und guten wow, Abend. Cool, hi, schön, dass du da bist. Ja. Und ja, da hat man einfach ganz, ganz viele Parallelen zum realen Rennsport und das finde ich einfach so faszinierend und auch einfach wieder interessant. Dann stellenweise überlegen sich die Teams immer wieder Kleinigkeiten, was Neues. Richtig geil. Hört bitte nicht auf damit. So, schnellste Runde. Jetzt bin ich aber ein bisschen hier irritiert. Warum bist du denn irritiert? Der Tower. Ach, na, dein herzallerliebster Tower. Mein herzallerliebster Tower. Wir sind nicht in der Reihenfolge. Dann musst du ihm das vielleicht sagen. Genau. Also, ich meine, ich könnte es mal in einem kleinen, runden Teil sagen, aber das dimmt bei mir das Licht. Ich glaube, dass das keinen Einfluss hat. Auf jeden Fall, Robin Dietzler mit einer 1,29,075 auf Position 1 aktuell. Der Lennart Pfeil auf Position 2 mit einer 1,29,320 gefolgt vom Moritz Neumann mit einer 1,29,327. Robert Pliet auf Platz 4, 1,29,350. Oh, steht ein Wagen an der Seite. Und zwar ist es dann, einmal kurz in meine Liste gucken, Steven Reinhardt auf Platz 5 mit einer 1,29,602. Der Vlad Will 1,29,620. Tim Steinbrecher 1,29,860. Somit wieder Platz 1 bis Platz 7 innerhalb von einer Sekunde. Platz 8 bis Platz 13, alles in einer Minute 30 Sekunden. Und dann gibt es eigentlich ja noch die 1,31er Fraktion. Und der Rest hat noch keine gültige Rundenzeit gefahren. Bentley-Strecke schreibt da 1,29 im Quali. Ja. Aber der beste Bentley, haben wir einen Bentley dabei? Nee. Ja, natürlich haben wir Bentley dabei. Und also ich bin ein bisschen jetzt durcheinander, dass hier der Turm durcheinander ist. Wir haben Bentley dabei. Habe ich doch vorhin gesehen gehabt. Wo ist er denn?
Denn Robin Dietzler, aktuell Führender, 1:28.285. Auch gleichzeitig neue schnellste Runde. Bentley. Ja, der X12R13, der Armin, der weiß, was er da redet, ja. Oh, guck mal, da gibt's ja, der Armin, was. Also egal, ob es der Armin ist, wir sind, ich freue mich da echt über jeden, der da so in den Chat schreibt. Da sehen wir mal, Armin, was ist da passiert. Und zwar, Armin ist da einer der Aktiven. Julian Appel hat sich da gedreht, Appel, Julian Appel. Schauen wir mal, das ist jetzt die Rückschau. Ah ja, das ist hier, guck, diese Curbs, die haben es ganz schön in sich. Ja, das ist das, was ich dir sag. Zu viel geschnitten, die Curbs, die nehmen dich extrem mit. Zu wenig geschnitten, verlierst du dermaßen viel Zeit. Also das ist wirklich so ein ja, ich möchte jetzt mal sagen, ja, Teufel. Dein Teamkollege. Ja. Manuel Rindt. Jawohl, Christian Löbert ist auch am Start. Servus. Servus, Christian. Und mein anderer Teamkollege, der Daniel Albrecht, aktuell auf Platz 16. So, also ich kämpfe hier noch ein bisschen mit dem Tower. Aber bitte nicht zu arg, ich brauche dich jetzt dann noch in den zweiten 30 Minuten. Ja, Chris, erstes Rennen, echt interessant. Ich würde jetzt mal sagen, war spannend. Stellenweise so 3er, 4er, 5er Grüppchen hier auf Zolder. Du solltest sie ja auch kennen, die Rennstrecke. Kennst du sie? Was? War noch nie dort. Euronesca ist da gefahren, also auch das Thema. Nicht nur Euronesca, Formel 1 ist ja auch schon drauf gefahren. Ja, ja. Und sie hat es auf jeden Fall richtig böse in sich. So, ja, also wir sind noch immer gespannt. Aktuell sieht so aus, wir sind mal onboard dabei hier beim Thorsten Volkers. Oh, guck, hast eben gesehen onboard, wie er da dagegen lenken musste. Also so wie sich das Lenkrad bewegt bei den Fahrern, bewegen sie sich auch zu Hause im Rig. Also es ist nicht Computer, also schon Computer animiert, aber nicht willkürlich. Also so gleich ist auch die Lenkung. Das heißt, wenn die da schnell gegenlenken müssen, dann ist es natürlich auch genauso hier. So. Genau, also sämtliche Bewegungen sind halt eben 1:1 von den Lenkrädern übernommen. Oh, schnellste, beste Runde jetzt momentan von Oliver Martens. Wir haben was Neues. Daniel Krebs, vielen Dank fürs Folgen. Vielen Dank. Krebs fürs Folgen. Muss ich echt sagen, also feine Sache. Jetzt wirst du immer versorgt mit geilster Renn-Action hier. SAS Motorblock, Couchmasters, nicht nur GT3, nicht nur GT4-Rennen, nein, bald auch iRacing im Oval, also NASCAR und dazu nicht nur PC, sondern auch PlayStation. Denn morgen geht's auf PlayStation weiter, einer, wie du sagst, sehr spannenden Rennstrecke, du wusstest den Namen vorhin nicht, wir fahren morgen PlayStation. Ich wollte es nur noch mal so in den Raum werfen, wie so von wegen, ein bisschen Spannung aufbauen und gleich. Aber ja, okay, ich hab's nicht gewonnen. Nee, alles gut. Nein, auf Laguna Seca, also da steigt jetzt schon bei mir die Vorfreude. Ich glaube, heute Abend kriegt da noch jemand die ein oder andere Nachricht. Ich will den Stream jetzt haben. Weil das wird auch sehr interessant. Also, Leute, seid dabei. Ja, X12R13, du schreibst nochmal, die Kamera umsetzen können. Wir können es gleich mal probieren. Aktuell ist es so, dass wir die Kameras nicht freigesetzt haben. Der Phil haut einfach mal ab. So, schnellste Rennrunde immer noch vom Oliver Martens. So, wo ist er hin? Oliver Martens immer noch. 1:27.882. Oh, Christian Löbert ist... Nein! Schade. Warum kannst du nicht mitfahren? Chris, Rechtfertigung jetzt hier. Entweder Elternzettel von wegen... Genau, Entschuldigung von deinen Eltern brauchen wir. Entschuldigung von deinen Eltern.
Jetzt gibt's die kühlen Getränke. Ich habe leider kein kühles Getränk. Vanessa, nee, das kam schon vorhin. Nur machen wir die Tür immer zu und die geht hier oben etwas schwerer zu. Deswegen war ich jetzt noch mal kurz, die Tür vernünftig zu machen. Da mein Kleiner im Prinzip direkt unter mir liegt und schlafen soll. Aber durch die Erkältung, ja. Aber das Kühlgetränk habe ich schon hier. Also zum Wohl aus der Ferne. Ich glaube, ihr hattet ja... Achtung, jetzt kommt der kleine Stalker raus. Ihr hattet ja gestern, glaube ich, eine kleine Fete gehabt. Ja, wenn man muss sich ja immer ein bisschen beschäftigen. So, Qualifikation ist vorbei. Der Tower ist komplett durcheinander. Ich hoffe, ich habe es im Rennen gleich richtig. Auf jeden Fall schnellste Rennrunde. Platz 1 geht an Oliver Martens. Er mit der 1:27.882. Ich weiß nicht, ob sich da nochmal jetzt was verändert. Aber so sieht es momentan aus. Und ja. Genau. Bis sich vielleicht deine Tower dann auch, bis du den Kampf gewonnen hast, ja, gebe ich mal so ein bisschen die ersten 10 zumindest durch. Und zwar Platz 1 ist der Oliver Martens, Platz 2 der Robin Dietzler, dann der Daniel Krebs auf Platz 3, Jonas Rode auf Platz 4, Robert Pliet auf Platz 5, Moritz Neumann auf Platz 6, Lennart Pfeil auf Platz 7, Vlad Will auf Platz 8, Tim Steinbrecher auf Platz 9 und Chris Leucht auf Platz 10. Also das sind die ersten 10. Gleich geht's los. Zweiter Teil zum Rennen, zweiten Rennen heute Abend hier bei den Couchmasters GT3 PC unterwegs. Wir sehen die Startaufstellung. Die Fahrer haben jetzt nochmal 5 Minuten Zeit, ein bisschen was umzustellen und einzustellen. Von daher kann einiges nochmal passieren. Ja. Und man sieht, dein Tower hat sich sortiert. Er hat sich sortiert, Gott sei Dank. Ich bin hier ein bisschen jetzt beruhigt, dass hier gleich losgeht. Wir sehen die Startnummern und wenn ich richtig bin oder richtig sehe, könnte man sagen, dass die, also ihr seht hier jetzt links den Tower. Wenn wir vom Tower sprechen, dann seht ihr links, also Platz 1, 2, 3, 4, 5 und 6 mit den Namen der Fahrer und hinten dran die Startnummer. Die rote Nummer sind die Fahrer, die in der AM-Klasse starten. Also wenn man so will, in der Einsteigerklasse. Und ja, habt ihr schon den neuen AMG Track Series gesehen? Geiles Teil, war das das Teil, was wir gerade runtergeladen haben? Ja. Okay, also wir müssen zugestehen, also wir haben es noch nicht gesehen, wir haben es aber gerade, bevor wir mit dem Stream angefangen haben, haben wir das neue Erweiterungspaket runtergeladen, der Phil und ich, also wir werden uns das auf jeden Fall nochmal anschauen, aber ist es cool oder, Lanotte, was meinst du, es gefällt dir gut? Ja, also ich hatte es zwar noch nicht gehabt, Lanotte darf auch gerne antworten. Ich habe mir natürlich schon cross-medial sämtliche Infos eingeholt und muss ehrlich was sagen, gerade die Cup-Gefährten, also es fehlt nur noch eine Sahnehäubchen, dann würde die Schnitte bei mir definitiv im Wohnzimmer stehen. Ich kann dir sagen, richtig, richtig schicke Autos, auch jetzt sowas schon... auf sämtlichen Video- und Streaming-Plattformen geteilt und getestet wurde. Auch vom Ton, vom Sound, scheinbar auch vom Fahrfeeling her. Richtig interessant. Also ich freue mich auch, selbst mal da ans Lenkrad greifen zu können. Ich fahre zwar nicht hier mit, da ich hier präferiere, mit dem Chris zusammen zu moderieren, aber ich fahre in der ein oder anderen Liga noch mit. Aber da gehe ich jetzt hier nicht weiter drauf ein, weil hier Couchmasters hat Vorrang. Aber nichtsdestotrotz fahre ich aktiv und freue mich da einfach auch mal in die Autos reinsitzen zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht so ein Porsche Cup. Wäre schon eine coole Sache, ja. Wäre schon eine richtig feine Sache, gerade Couchmasters Porsche Cup. Oh, schau mal hier. Flying F1 Socha, Entschuldigung, folgt uns. Vielen Dank. Danke, Flying F1 Socha, fürs Folgen. Super, danke. Jo. Genau. Also, es geht gleich los. Wir starten in das zweite Rennen der Couchmasters GT3 Sprint hier auf dem Circuit Soltern. Und ja, auch hier nochmal die Infos nochmal vom X12 R13. Da ist, wie gesagt, Lexus, Bentley und BMW. Das sind ja die Frontfahrzeuge, das stimmt schon.
Ist auch in der Pace Car in der Formel 1 genau dieses Fahrzeug vom AMG, das Lanotte 90 sprach. Ist sehr coole Sache. Wir haben gerade den Pack vorhin runtergeladen. Wow, es geht weiter! Paramatix 31, danke dir! Wir müssen definitiv weiterreden. Danke, Paramatix 31 fürs Folgen. Wow, also vielen Dank für eure Unterstützung. Wir machen hier Motorsport so nah, wie es möglich für euch geht. Und wir halten euch hier auf dem Laufenden. Gleich geht's los mit dem nächsten Rennen. Also ich muss mir das auch auf jeden Fall mal anschauen. X12 R13 sagt es, der AMG, der auch als Pace Car in der F1 ist. Ja, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Also hier haben wir einen Fan. Flying F1 ist Fan von Will und Sonntag. Also sehen wir ja auch gleich hier hoffentlich noch ein paar Anfeuersprüche. Die beiden ja auch richtig gut unterwegs. 33 Sekunden, dann geht's los in die Einführungsrunde. Wir schauen von oben drauf. Wie gesagt, hier die Einführungsrunde, da geht es ja nochmal, die Fahrzeuge auf Temperatur zu bringen. Wir hatten es ja schon in diversen Streams erzählt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Reifen auf Temperatur sind, dass die Bremsen auf Temperatur sind. Also nur ein Rennwagen funktioniert nur, wenn er quasi heiß ist. Auch die Flügel, die hinten drauf sind, die sind nicht nur da, dass es cool aussieht, sondern die haben auch eine Funktion, also der Anpressdruck, die Downforce, wie das Fahrzeug auf die Strecke gedrückt wird, das ist dafür auch zuständig und das funktioniert auch erst, wenn man schnell fährt. Also kann man sagen, wenn man langsam mit einem Rennauto fährt, ist es gefährlicher, als wenn man einfach aufs Gas tritt und durchfährt. Dann ist es natürlich ein bisschen besser. So, Fahrzeuge gehen jetzt noch ein bisschen durch. So, also wir starten jetzt in die Einführungsrunde. Also hier die Fahrzeuge jetzt nochmal auf Temperatur. Wir haben ja die Art und Weise gesagt. Und zwar gibt es das sogenannte Waven, also die Wellen, das ist rechts hin und her fahren. Da war es ja so, dass die Fahrzeuge hier doch dann einen recht hohen Reifenabrieb haben durch das schnelle Hin- und Herfahren. Einige machen das so, andere schwören eher aufs Fahren und hart bremsen. Dadurch wird die Bremse heiß. Und die Hitze überträgt sich auf die Felge und auf den Reifen. Das soll die schonendere Variante sein. Und der Bremsen, der muss ja auch heiß sein. So. So, Chris, Ah, hier, ich da ist habe die Info. recherchiert. Ich habe Jawohl. recherchiert. Genau. Flying F1 Soccer. Vielen Dank für die Info. Ja, ich bin Blacky. Wir waren die ganze Zeit am Rätseln, ob das Alemannia Aachen E-Sports Team wirklich das offizielle Alemannia Aachen Team ist oder so ein, ich sage jetzt mal, Fan-Team. Aber vielen Dank für die Info. Freut uns natürlich auch von so großen Vereinen, ähnlich wie Kagrema Racing Esports, auch ein sehr, sehr großes Rennteam. Immer wieder Fahrerinnen und Fahrer einfach dabei zu haben, das ehrt uns dann doch sehr, sehr stark. Also. Genau, hier haben wir nämlich im Bild den Vlad Will vom Alemannia Aachen E-Sport Team. Also so ein Team bei uns mit auf den Couchmasters, das ehrt uns auch. Also sieht man ja auch hier, dass Rennen gefahren werden kann. Sie sind ja auch jetzt schon oft dabei. Also sehr schöne Sache. Wenn es da vielleicht auch mal einen Link gibt und Interesse zum Social Media Team, gerne mal schicken. Und da haben wir nämlich den Teamkollegen, das ist der Tobias Sonntag, der fährt ebenfalls für Alemannia Aachen E-Sport. Hatte ja ein bisschen Pech eben im Lauf zuvor, aber das wird er auf jeden Fall wieder ausbügeln. Ich kenne ihn ja schon, der war ja auch ein paar Mal schon bei den Couch Masters dabei. Und auch ein Fahrer, den man absolut auf der Strecke, ja, mal aufpassen muss oder respektieren muss, der kommt da dann auch schon mal und drückt sich vorbei. Ganz fair, ganz gut, aber ein guter Fahrer und nicht dabei. Also Flying F1, Socha, vielen Dank nochmal für die Info. Dann wäre das auch geklärt. Dann sind wir da auch sehr glücklich und fühlen uns auch sehr geehrt. So, jetzt schau mal zu, was hier an Fahrzeugen auf die, ja, Linie, Start- und Ziellinie fährt. Wir schauen gleich mal hier. Die Spitze formiert sich jetzt langsam für den Start. Vorne haben wir Oliver Martens auf Platz 1, Platz 2 der Robin Dietzler und der Daniel Krebs auf 3. Der hat nochmal ordentlich zugelegt und auf 4 Jonas Rode. So, die Fahrzeuge fahren jetzt zu auf die Startlinie. Gleich müsste die Ampel grün sein. Vorne schaut mal in der Bildmitte, springt es gleich um. Jetzt ist grün, das Rennen ist gestartet. Robin Dietzler kommt richtig gut weg auf dem zweiten Platz mit seinem Bentley, aber der Oliver Martens mit dem orangenen Fahrzeug bleibt dabei. Daniel Krebs als Dritter und Jonas Rode als Vier. Aber da müssen wir mal schauen, die beiden hier nochmal schauen. Jonas Rode innen jetzt vor Daniel Krebs und schlüpft da durch. Jonas Rode somit auf 3. Dann sehen wir hinten den Moritz Neumann, der ja auch noch ein bisschen mit am Start ist. Und jawohl, also hier sieht man es jetzt. Ja, was ist gerade durchgerutscht?
ich sehe es nicht ganz. Also, Jonas Rode. Gut behauptet. So, jetzt müssen wir hinten mal schauen. Da ging es nämlich auch nochmal gut durch. Oh, hinten, schau mal. Da weiß man gar nicht genau, wo man hinschalten muss. Hier, oh, da gibt's die Berührung. Schade, schade, schade. Das war Christian Leucht, der Pechvogel. Der war schon mal mit dabei. Christian Leucht. Oh, das schauen wir uns nochmal kurz in der Zeitlupe an. Oh, da hinten gab es auch schon den Dreher. Wenn wir den Hintergrund sehen, das weiß ich gar nicht, wer das war. Oh, Riesenkollision im Hintergrund. Ja. Riesenkollision im Hintergrund hier. Und da gibt es auch nochmal die Berührung. Meine Herren, das war ja ordentlich, ordentlich, ordentlich. Das schauen wir uns nochmal an in dem Rückblick. Ich bin gespannt, was da passiert ist. Also, Motorsport-Action hier. Aber natürlich mit Überholungen ist es ein bisschen schwierig. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hinten sehen wir es wieder. Wenn ihr nach hinten schaut, was da passiert ist, das müsste gewesen sein. Florian Göldnitz. Oh ja. Ah. Da gab es die Berührung. Nochmal kurz reinschauen, was da passiert ist. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also, wir schauen hier nochmal, was ist passiert. Na, die sind jetzt draußen, die Fahrer leider. Eieieiei. Also, hier großes Red Flag, Red Flag, Red Flag von, ja, Christian Löbert, könnte man so sagen. X12R13 hat es wieder geschrieben. Also Armin, danke mal für deine Kommentare, die da kommen. Ja, also, was ist passiert? Wir rutschen hier alle raus. X12R13, du sagst es auf jeden Fall immer. Danke, dass du uns hilfst. So ein Riesenfeld ist in Zoltan ein Wreckfest und es ist leider so. Also, Riesenkollision im Hintergrund gewesen. Ich schau mal, ob wir den Start vielleicht da nochmal zeigen können. So, wir schauen nochmal, ob wir das schaffen. Und Daniel, der dabei war in der großen Kollisionsphase, ja, versucht sich jetzt hier wirklich an die Box zu retten. Fürs Folgen. Mit letzter Kraft, also sein Auto. Oh, da sieht man nochmal hier den ganzen Einschlag. Eieiei, wir haben es eben nochmal gesehen. Ja, richtig böse. Also, er ist jetzt gerade in die Box eingefahren, wird wahrscheinlich reparieren lassen und auch wenn es dermaßen viel Zeit kostet, hoffentlich wieder rausfahren. Ja, ja, auf jeden Fall. Schnellste Rennrunde fährt Oliver Martens. Ja, gerade eben schon eine Runde zuvor. Richtig gut abgeschnitten. Auch hier großer Start. Zielsieg. Er ist von Platz 1 gestartet, hat sich hier behauptet. Genauso wie der zweite Platzierte aktuell, Robin Dietzler, ja auch so ins Ziel gekommen. Also die beiden waren sich schon mal einig. Jonas Rode aktuell auf Platz 3. Da ist er von SOR Racing, also Sack of Rice. Und für mich die absolute Überraschung, beziehungsweise er hat es schon angezeigt, wenn wir hinten mal schauen, es ist der Daniel Krebs, der aktuell auf Platz 4 fährt, der schwarze BMW. Hinten sehen wir den Tim Steinbrecher, der versucht gerade vorbeizufahren am Lennart Pfeil. Außen beide nebeneinander jetzt, absolut spannend. Man lässt sich aber hier den nötigen Platz, um da nochmal ein bisschen vorbeizufahren. Also absolut spannende Nummer, die hier passiert ist. Also gut vorbeigegangen alles. So. Und Daniel Krebs, wie gesagt, der hat vorhin ja schon ernst gemacht, ist ja durchs Feld gefahren und hat sich ordentlich durchgepflügt und kommt hier natürlich wirklich besser und gut weg. Also ich denke, Philipp, er hat da schon seine Pace ein bisschen gefunden, oder? Was denkst du? Ja, stellenweise, glaube ich, vielleicht hätte er noch die ein oder andere Stunde noch ein besseres Setup finden können, denn auch jetzt, ich habe ihn schon ein, zwei Runden im Blickkontakt. Einfach so leicht rutschiges Heck, aber dafür, er fährt ein sauberes Rennen, er ist vorne mit dabei, in Schlagdistanz am Jonas Rode. Genau. Und natürlich auch vom Robert Plieth hier. Es ist einfach eine richtig enge Geschichte, die vorne bleiben, richtig fair. Es ist hautenges Fighting, also teilweise passt noch nicht mal meine Zeitung mit rein. Mega gut, dass er sich, der jetzt dann doch noch nicht allzu lange dabei ist, schon so etabliert hat bei uns. Also freut mich natürlich auch, wenn die Fahrer recht schneller werden. So komisch es klingt, aber wenn man sich überlegt, mit welchen Zeiten eingestiegen werden und welche Zeiten jetzt gefahren werden, das sind ja schon Weltenunterschied. Einfach durch so die Tipps und das gute Beisein. Oh, Tim Steinbrecher wurde gerade, ist langsam gewesen. Der Bastian Holter ist vorbeigefahren.
Der grüne, ja, Team Audi Stein, A8 Becher. Und vorne, ja, dran der Vlad Will von Alemannia Aachen eSport ist hier auch vorbeigezogen. Ja, Tim hat in der einen Schikane die Cups zu stark mitgenommen, hat auch ein loses Auto somit gehabt und hat es leider nicht mehr ganz unter Kontrolle. Ja, es ist vorhin ein bisschen untergegangen, ich weiß es nicht, möchte es nochmal sagen. Greenedge GC Racing, vielen Dank für dein Follow. Falls du noch zuschaust, Dankeschön, ist ein bisschen untergegangen vorhin in der Hektik. Wir waren gerade in der Startphase, Rückblick, viel Action gesehen, also eine ganz, ganz spannende Sache. Vielen Dank nochmal. So. Also hier auch ein schönes Dreierpack, das sich hier langsam formiert. Auch hier ordentlich geht es zur Sache in diesem Pulk. Der Robert Bleed, da ist er auch wieder mit alter Stärke. Das ist vorne der orange-graufarbene BMW. Wenn man so will, geht es hier eigentlich vom Jonas Rode Platz 3 bis Platz 9 fast alles hier im Kampf. Zwischen Lennart Pfeil und Vlad Will 3 Sekunden Abstand, aber ansonsten hier wirklich, ich möchte mal sagen, Schlagdistanz. Oh, also der Jonas muss aufpassen, weil wenn er jetzt einen Fehler macht, oder auch der Daniel Krebs, wenn jetzt ein kleiner Fehler passiert, sind ruckzuck mal 4 Plätze weg. Oh, schau mal, da kommt er ganz schön nah dran, der Robert Bleed an den Daniel Krebs. Wir schauen aus dem Heck von, hier Daniel Krebs, Drehmoment Racing. Hinten dran haben wir den Robert Bleed und der möchte natürlich vorbeikommen. Und der, schau mal, wie er da jetzt wieder ein bisschen über die Curbs räubert, kommt da aber gut weg. Aber da scheint ihm das Fahrzeug eben ein bisschen ausgebrochen zu sein. Und hinten dran ist der Moritz Neumann, der ist dann natürlich auch schon dran und versucht da ein bisschen Druck zu machen. Also tolle Gruppe, die wir hier sehen, die noch 22 Minuten, 22 Sekunden Rennen fahren müssen. Also bin ich absolut gespannt. Greenie langt, okay, weiß ich Bescheid, Dankeschön. Natürlich guckt der Greenie auch zu, natürlich wird es dann auch schön zu wissen, wer Greenie ist. Wir kennen ihn noch nicht, er ist eine erste Nachricht. Also aber auch schön, dass ihr dabei seid und uns mit unterstützt. Genau, da Daniel schreibt auch, schönes Rennen. Ich weiß nicht, ob wir dich auch wieder sehen. So, schau mal, die formieren sich jetzt langsam. Hier die Gruppe. Oh, guck mal, wie er da über die Curbs drüber fliegt, der Moritz Neumann vom Team Kolbenschmiede. Also jetzt, aber reißt es ein bisschen auseinander. Ist natürlich eine spannende Sache, wenn man natürlich hier jetzt 2 Stints fährt, nicht die Stunde am Stück. Da kann man ein bisschen mehr draufhalten, mehr anderes Material. Ich habe das Gefühl, da sind die Fahrer ein bisschen wagemutiger da mit dabei. Ja, natürlich. Ich glaube, die wollen sich jetzt halt auch einfach nochmal richtig ausfahren und kennen jetzt natürlich halbe Stunde Rennen. Es ist was anderes, wie wenn man im freien Training fährt. Im Rennen, du hast die Rennstrecke ruckzuck draußen und ruckzuck verinnerlicht. Das Ganze festiert sich jetzt natürlich auch und es kommt natürlich auch ein bisschen mehr Mut dazu. Schau mal, Vlad Will eben hier vom Alemannia Aachen eSport Team kam eben mit 2 Rädern ein bisschen neben die Strecke, hat es aber gut abgefangen. Hinter ihm fährt der Bastian Holter, der gibt ihm Lichthupe, was völlig erlaubt ist nach der Regel. Aber natürlich möchte man da ein bisschen Druck gehen und mitfahren. 491 fährt voll am Limit, schreibt der Armin. Das geht nicht lange gut. Da bin ich. Oh, schau mal da, wie er jetzt rausbricht nach außen und kündigt sich an, der Bastian Holter. Also ich habe das Gefühl, er könnte ein bisschen schneller gehen, aber er muss eben vorbeikommen. So ist es im Motorsport. Und Vlad Will macht keinen Fehler, lässt sich da nicht nervös machen. Also der schwarze Mercedes hier vorne lässt sich hier nicht nervös machen von Bastian Holter, der mit dem grünen Audi R8 hinten dran ist. Aber das ist ein bisschen arg abgekürzt. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ob es da ein bisschen eine Strafe gibt. Und da kommt der Tim Steinbrecher dazu. Jetzt innen am Bastian. Schlüpft er damit durch. Die nächste ist rechts. Das ist natürlich der Vorteil. Jawohl, da drückt er sich durch. Aber wie? Also Tim Steinbrecher hat da ernst gemacht und drückt sich vorbei. Aber ich glaube, wie ich immer so schön sage, der Tropfen ist noch nicht gelutscht. Doch, Sebastian Holder steckt ein bisschen zurück. Also vernünftiger Fahrer. Der denkt, ich mache es dann vielleicht nochmal an einer anderen Position. Also hier der grüne Audi R8, den wir sehen mit der Nummer 2.
Lucky Gerbs, ja. Genau, Lucky Gerbs, so wie du sagst. Das ist auch immer wieder das, was ich sage. Die Gerbs, die musst du ein bisschen cutten. Darfst halt nicht zu viel cutten, weil sonst zerlegt es dir wirklich das Auto. Haben wir schon gesehen, jetzt nicht unbedingt an der Schikane, aber... Sarah ist auch hier. Danke fürs Folgen. Vielen Dank. Danke, schön, dass du hier uns folgst. Von mir gibt es auch natürlich beide Daumen nach oben fürs Folgen. Servus, Sarah. Richtig geil, dass du eingeschalten hast. Ja, also ist natürlich jetzt schwierig. Aktuell gibt es hier überall Positionskämpfe. Man weiß gar nicht so recht, wo man jetzt vorbeischauen soll. Wir wollen natürlich nichts verpassen und auch jedem Fahrer ein bisschen zur Ehre kommen. Und es ist momentan Motorsport auf der Strecke, wie er überhaupt nirgendwo sonst geboten wird. Heute Abend aktuell, wenn ich zuschaue, bei ja, diesem Motorsport-Event, den Couchmasters, heute beim Rennen auf PC in der Klasse GT3. Wir normalerweise auch noch unterwegs auf der PlayStation. Und zwar, wenn ihr mögt, könnt ihr morgen 20 Uhr einschalten. Dann sind wir unterwegs auf unserer Meisterschaft GT3 auf der PlayStation unterwegs. Auch wieder hier mit dabei. Cavolino, vielen Dank fürs Folgen. Danke, Cavolino09, fürs Folgen. Auch von mir. Vielen, vielen Dank. Geil. Cavolino, schön, dass du dabei bist. Hier geht es gerade so ein bisschen drunter drüber. Wir selbst wissen nicht, wo wir genau hinschalten sollen, denn es gibt mehrere Vierer-, Fünfer-Grüppchen, die ein richtig spannendes Rennen liefern. Angefangen, kleines Duell zwischen P1 und P2. Oliver Martens und Robin Dietzler mit 0,4 Sekunden Abstand. Jonas Rode, Daniel Krebs, Platz 3 und 4 mit 0,4 Sekunden Abstand. Robert Blied, Moritz Neumann, Lennart Pfeil, das sind Platz 5, 6 und 7, haben maximal nur 0,3 bis 0,7 Sekunden Abstand. Tim Steinbrecher, Bastian Holter, 0,2 Sekunden Abstand. Und das war jetzt nur in der Top 10. Also, es zieht sich natürlich so weiter. Ihr könnt verstehen, dass wir hier gerade echt so ein bisschen huch, ja. So, ja, jetzt ist doch das, was wir gesehen haben. Ich habe es im Chat ein bisschen verfolgt. Es ist tatsächlich so, wenn wir mal schauen. Oh, da gab es einen Dreher von Bastian Holter. Ai, da ist er weg. Schauen wir mal, ob wir da was sehen können, was da war. Das schauen wir uns nochmal kurz in der Zeitlupe an. Das waren wieder die Curbs. Also, hier sehen wir es nochmal. Vlad Will unten im Bild fährt weg. Da wollte ich gerade drauf eingehen. Es ist so, er hat sich abgesetzt von Tim Steinbrecher. Und jetzt schauen wir nochmal hier. Oh, guck mal, wie der abgehoben ist. Also, der ist ja komplett geflogen. Kein Einschlag, bitte nicht. Oh, ganz knapp nochmal geschafft. Weg von der Mauer. Das hat er also mega gut gemacht. Doch nochmal abgefangen, obwohl er da ordentlich drüber geräubert ist. Ja. Also, sehr spektakulär. Und wie es auch im Chat steht, haben wir das ja auch bei Vlad Will gesehen. Er kann sich jetzt absetzen. Er war ja richtig gut. Wenn er jetzt natürlich freie Fahrt hat, kann er nochmal versuchen, in den 16 Minuten ein bisschen aufzuschließen. Könnte hinten im Hintergrund der Tim Steinbrecher ankommen. Wenn man sich da einig ist und sich nicht bekriegt, könnten die beiden sich ja auch hier ein bisschen ziehen, um dann aufzuschließen an den Moritz Neumann, das wäre, beziehungsweise an den Lennart Pfeil, der ja direkt vorne dran fährt. Da wäre es vielleicht ganz interessant. Vielleicht schaue ich mal, können wir hier nochmal sehen, den Unterschied zum nächstfahrenden Vlad Will und die nächste Gruppe. Muss ich gerade mal schauen, ob wir das ja hinkriegen also können. Greeny, wie gesagt, dafür nicht zu danken. Bei uns, wir haben drei verschiedene kleine Rennformate in einer Saison. Wir haben einmal, wie du heute siehst, die 2x30 Minuten, auch mit zwei Qualifyings. Wir haben eine 60-Minuten-Variante und eine 90-Minuten-Variante. Bei den 2x30 ist alles erlaubt, nichts Pflicht. Es gibt kein Boxenstoppfenster, es gibt keine Reifenpflicht, Nachtampfpflicht etc. Bei den 60 und 90 Minuten Rennen, da hast du eine Boxenstopppflicht. Da musst du, glaube ich, nachtanken und Reifen wechseln ist erlaubt. Aber wenn ihr also alles erfahren wollt zur Meisterschaft, könnt ihr vorbeischauen. www.couchmasters.de. Oh, hier, jetzt Robin Dietzler gerade onboard dabei gewesen, übers Grün drüber geräubert. Also wir schauen gerade aus dem Cockpit raus von Robin Dietzler, der hier auf Platz 2 fährt vom Team Kolbenschmiede.
Und da sieht vorne dran der Oliver Martens, der ist heute nicht einzuholen. Der hat heute ein Tempo drauf. Das ist fast noch schwerer einzuholen, als es überhaupt geht. Ja, der macht heute sein Ding. Richtig gut, richtig tolle Leistung hier von den beiden. Ja, hier über die Spitze. Aber auch Oliver Martens fliegt hier über die Curbs, so wie wir das bei allen anderen gesehen haben. So, jetzt müsste es, glaube ich, nochmal eng zugehen. Und zwar sehen wir hier den Ronny Lab mit einer verbogenen Motorhaube. Hinten dran haben wir den Tobias Sonntag, ebenfalls vom Alemannia Aachen E-Sports Team. Hier ein bisschen weiter, also das Mercedes-Duell hier auf Platz 16, 17. Also jede Position wird hier gefightet. Das sehen wir jetzt mal aus dem Heck von Ronny Lab, wie der Tobias da ordentlich Druck macht und möchte jetzt vorbei. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum er hat. Also hier ist er jetzt nebendran. Jetzt beide Fahrzeuge nebeneinander, die gerade runter. Aber Tobias Sonntag setzt sich hier durch und kommt vorbei am Ronny Lab. Hat sich da die nötige Luft beide gelassen. Körpert da richtig über die Curbs drüber oder räubert über die Curbs drüber. Und ja, da ist er wirklich dran vorbeigegangen. Ronny Lab jetzt hier ein bisschen dran. Ja, Platz 11 und 12 müsste es auch hier ordentlich zur Sache gehen. Ich glaube aber eben, dass der Bastian Holter am Manfred Steiner vorbeigegangen ist. Also hier sehen wir die beiden nochmal. Vielleicht haben wir hier nochmal in der Rückschau den Überholvorgang. Ich schaue nochmal, ob wir das sehen. Nee, da war der Drops schon gelutscht, da ist es schon vorbeigegangen. Ja, mein Wasser ist leer, also von daher die Zunge wird langsam trocken, weil heute wird ja ordentlich Motorsport geboten hier bei den Couchmasters beim GT3 Sprintrennen hier auf dem Circuit Soldern. Schnellste Rennrunde immer noch Oliver Martens auf Platz 1, 1:28.312. Aktuell ziehen sich ein bisschen die Fahrer auseinander, also man hat da ein bisschen Luft jetzt vorne hinten, die man da ein bisschen verteilen kann. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir dabei rauskommen. Also hier sieht man jetzt langsam kommen die Lücken überall. Wir haben noch 12 Minuten 40 Sekunden, aber so war es eben im ersten Stint auch. Es ist ein bisschen alles auseinandergegangen. Und gegen Ende hat sich dann nochmal alles ein bisschen hingezogen. Hier, Tobias Sonntag hat sich gerade auch noch Matthias Bierbaum geschnappt. Das haben wir gar nicht gesehen. Also, Tobias Sonntag hat irgendwo den Turbo-Knopf gefunden und flügt hier gerade ordentlich durchs Feld, ordentlich nach vorne. Du meinst Martin Bierbaum. Entschuldigung, Martin Bierbaum. Entschuldigung. Jawohl, ja. Vor lauter. Martin Bierbaum überholt hier von Tobias Sonntag. Der hat den Turbo gefunden und arbeitet sich gerade durch nach vorne. So, ein neues Dreiergrüppchen hat sich gerade gebildet um Platz 3. Ja, Jonas Rode, Daniel Krebs, Robin Pleat hier. Schauen wir gleich. Jens Kühleis muss ja auch noch nachholen, der im ersten Rennen sein Fahrzeug komplett zerstört. Der kriegt gleich ein bisschen Druck vom Leon Müller, der hier in dem bunten Porsche dran sitzt. Oh, da verbremst er sich und Jens Kühleis muss ihn vorbeilassen. Also ist das vorbei. Schalten wir mal hoch an die Spitze und schauen mal, was da passiert. Beziehungsweise, du sagtest, hier sehen wir sie. Also Platz 4, 5, 6, 7, 8 müssten hier eigentlich, wenn man sie sieht, alle hintereinander herfahren. Ja, ab Platz 3. Der Führende des Feldes ist Platz 3, der Jonas Rode. Hat jetzt zu Platz 2 9 Sekunden Abstand, aber er muss sich jetzt verteidigen gegen diverse Angriffe und nicht nur er verteidigt sich und versucht hier seine Pace konstant weiterzufahren, sondern auch der Daniel Krebs und der Rob Pleat haben natürlich auch einen Fight, also das gibt noch eine enge Kiste hier gerade. Wenn ich es richtig sehe, sind es 5,4 Sekunden. Für die will Flat eigentlich dann aufschließen könnte an die Spitzengruppe. Es sind noch 10 Minuten 40, weiß nicht, ob er das schafft. Könnte er natürlich mit dem Tim Steinbrecher ein bisschen zusammenarbeiten. Dann hätten wir hier natürlich eine Gruppe von Platz 9 bis Platz 3, die da alle umeinander kämpfen. Ja, wenn der Tim jetzt natürlich hinten dran bleibt, hinterm Flat will, dann den Windschatten ein bisschen ausnutzt, dann könnten die beiden wirklich, wie du sagst, nach vorne kommen. Aber ich glaube natürlich auch der Tim. Es ist ein verbissener Hund, der ist da, wenn er eine Möglichkeit kriegt, dann schnappt er sich die. Sehr erfahrener Rennfahrer und kann aber auch Druck ausüben, ohne die Lichthube zu benutzen. Also es ist einer der wenigen Fahrer, mit denen ich live schon gefahren bin. Oh, jetzt, genau.
jetzt gerade kurz, wenn ich dir rein nochmal in die Parade fahre. Der Ferrari, der wird pilotiert von Tim Steinbrecher. Tim Steinbrecher ist, wenn man so will, unser Sportdirektor, der Mitgründer der Couchmasters zusammen und er ja auch hier die Verantwortung im ganzen sportlichen Bereich. Und er hier auch immer wieder für eine Überraschung gut, also es ist wirklich ein Tier und man muss ja auch sagen, das hört er nicht so gerne, aber hier Tim Steinbrecher mit der Startnummer 52 ist einer der schnellsten Fahrer mit Gamepad auf der Konsole auf der Nordschleife, also auch er sehr gut, war immer viel auf PlayStation unterwegs und arbeitet sich hier und er auch eigentlich so ein richtig guter Maßstab und er arbeitet sich jetzt hier an den Wilflat ran, also überhaupt kein Problem, aber hier was die beiden zeigen, ist auch richtig gut und man muss sagen, der Wilflat, der ist einfach cool, der lässt sich da absolut nicht nervös machen. So, dann sehen wir vorne, ist auch ein bisschen was passiert und zwar Moritz Neumann fährt immer noch, aber wir sehen, ja, hier kriege ich irgendeine Anzeige, was ist denn mit Daniel Krebs ist, Daniel Krebs ist in der Box. In der Box. Der hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Schade, schade, schade. Der hatte so ein gutes jetzt Rennen. Ab. Also, wir jetzt sehen auch das Fahrzeug. Vlad Will, Alemannia Aachen E-Sport, momentan auf Platz 8 unterwegs, hinten raus. Der, unser Tim Steinbrecher von den Couchmasters unterwegs, eher für das Team DMV Motorsport, für den Deutschen Motorsportverband fährt er hier im offiziellen Rennen und ist auch einer der jüngsten Referenten, also er ist zuständig für Simracing beim Deutschen Motorsportverband, der Tim hier, und macht, wie gesagt, seinen Job richtig gut bei uns in der Orga, muss man auch immer Danke sagen. Er hat damals mit mir und noch dem Christian Löber, dem Marc, den ihr vielleicht auch schon gesehen habt, die Sache mitgegründet und die Couchmasters hochgezogen, also auf jeden Fall ziemlich cool und das Team mittlerweile gewachsen und so viele Helfer wie jetzt auch dich, Phil, die uns da einfach absolut überall mehr Einsatz geben, als es nötig wäre oder normal ist heutzutage. Also von daher mal kurzes Dankeschön noch. Und ja. Oh, Robert Bleed ist neben der Strecke. Was ist da passiert? Robert Bleed neben der Strecke. Das schauen wir uns nochmal kurz an. Was ist da passiert? Also er hier wahrscheinlich über die Curbs, die Rückschau, die Startnummer 500. Jawohl, nein, vorne liegend gedreht, vorne an der Spitze. Das ist natürlich ärgerlich. Da ärgerst du dich hier wahrscheinlich ein Loch in den Bauch, wenn dir sowas passiert. Nicht nur ein Loch in den Bauch, weil jetzt der Tim macht auf den Vlad Will natürlich hier mächtig. Oh, der Vlad Will mit einem leichten macht Fehler, schade. Mit einem leichten Ausreißer. Das schauen wir uns nochmal kurz an, was ist da passiert? Der Tim kann da vorbeiziehen, ohne Kontakt. Also wirklich, er das hat liegt aber Situation. Hier am. Oh, da kommt er weit raus. Schade. Und dann ist der Tim durchgeschlüpft. Schade, schade, schade. Ja, da hat er einfach mir ein bisschen. Oh, schau mal da, wie er über die Curbs drüber fliegt. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Action beziehungsweise ein bisschen mehr Renn-Action gehofft, dass sie da beide vorbeikommen. So, Chris Leucht ist auch nah dran. Wir schauen mal auf Platz 12. Flying F1, Soccer. Ja, wer weiß, vielleicht nimmt er jetzt auch wirklich nur Anlauf. Sind wir mal gespannt. Aber wie man auch sieht, der gibt nicht auf. Ah, guck, also Vlad, genau, der nimmt einen Anlauf. Also, hier nochmal kurz zur Erklärung. Wir fahren in zwei Leistungsklassen und zwar fahren wir in der Klasse Pro und AM und wir sehen hier ganz tollen Fight mit dem Manfred Steiner und dem Chris Leucht. Der Chris Leucht im grauen Porsche, der hier, wenn man so will, teaminternes Duell. Der fahren jetzt beide nebeneinander, also hier super schön, hier lässt man sich Platz, das ist Motorsport. Natürlich ist die nächste links, da hat natürlich der Manfred einfach einen besseren Durchkommen, bessere Chance, finde ich. Ja, jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr Luft. Der Audi scheint aus der Kurve besser rauszugehen. Wir schauen mal aus dem Heck und hinten dran, also Duell hier um Platz 11 und 12, also überall auf der Rennstrecke momentan geht es einfach ab zur Sache. Und zum Motorsport megamäßig viel unterwegs. Schau mal da. Ja, aber der Chris Leucht, der ist noch dran. Dann sehen wir Platz 5. Da müssen wir auch mal kurz schauen. Ich weiß gar nicht, wo wir hinschalten sollen, weil auf Platz 5 müsste doch gleich, was ist mit Tim Steinbrecher passiert? Und Robert Bleed auf Platz, Also Robert Bleed mit dem Dreher hat sich dann noch auf 6 gerettet. Und dann sehen wir den Tim Steinbrecher. Wir schauen jetzt aus dem Heck von Robert Bleed SOR Racing von Sack of und Rice. Chris Leucht zieht an. Ach, wo sind wir? Ja, ist vorbei.
Hier ist können vorbei. Wir es uns vielleicht nochmal anschauen in der Wiederholung. Ja, Christleucht ist vorbei. Ein richtig, richtig schönes. Da kommt aber weit raus der Manfred Steiner und hat da keine Chance. Und Christleucht schützt, schlüpft da einfach durch, bedankt sich nochmal mit Lichthupe. Also hier nochmal schön die Rückblende gewesen eben, auch dass man es hier nochmal gesehen hat. Oh, gelb bei Robin Dietzler, dem zweiten. Okay, falscher Alarm. Okay, alles gut. Habe ich mich im ersten Moment ein bisschen nervös lachen lassen. Mein Man of the Road ist Jonas bis jetzt. Sag mal warum, würde mich auch interessieren. Jonas ja. Rode. So, dann Tim Steinbrecher und Robert Pliet hier jetzt aktuell 0,2 Sekunden Abstand. Auch wieder spitz auf Knopf. Ja, und natürlich, wir haben es ja in vielen Streams schon gesagt, Positionskämpfe kosten Zeit, weil man einfach nicht die Linie fahren kann. Und dann sehen wir nämlich im Hintergrund, oh, der Mercedes war nämlich da schon nah dran von Vlad Will, aber der musste eben richtig ordentlich über die Curbs, ein bisschen abgekürzt. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und Positionskämpfe kosten Zeit und da arbeitet er sich auch dran. Definitiv. Ja. Vlad Will, wie ich gesagt habe, der gibt nicht auf. Der bleibt hinter Tim dran. Und jetzt Zweikampf. Ich glaube, er wird selbst gut genug wissen. Zweikämpfe kosten Zeit. Da kann er sich jetzt in aller Ruhe nochmal hinten dran kämpfen, denn es sind noch 3 Minuten 14 zu fahren. Es ist noch genügend Zeit für noch eine ein oder andere Attacke, gerade bei einem kleinen Fehler in der Schikane. Wenn man die Curbs ein bisschen zu stark nimmt, das Heck kommt einmal ein bisschen zu stark quer. Ruckzuck hast du genügend Zeit verloren, um da dann nochmal auf den Angriff drauf zu gehen. Also, wir dürfen gespannt sein. Da ist noch nichts in den Geschichtsbüchern beendet. Ja. Also, hier haben wir mal den Mann, den hier X12R13 sagt. Der Armin sagt hier momentan der Racer. Jonas Rode auch immer auffällig mit guten Ergebnissen, auch immer gut dabei. Also kann ich eigentlich nur zupflichten. Er hat auch vorne und hinten luxuriös Platz. Also ich denke, da wird jetzt wenig passieren. Deswegen schalten wir nochmal dahin um Platz 5 und 6. Tim Steinbrecher vom Team DMV Motorsport Sim Racing hier unterwegs. Und der bearbeitet sich oder möchte natürlich an den Robert Bleed. Aber der hat sich geärgert. Der hat sich ja einmal gedreht, wie wir gesehen haben. Und der wird sich jetzt hoch konzentrieren. Der möchte nicht noch mehr Plätze verlieren. Also wird es auch kein Zuckerschlecken für den Tim Steinbrecher, um da vorbeizukommen. Also denke ich, dass Robert Bleed jetzt auch hochkonzentriert weiterbleiben wird, um da keinen Fehler zu machen. Ja, dann sehen wir gerade schon wieder die nächsten Positionskämpfe und zwar Moritz Neumann vom Team Kolbenschmiede eSports war ja auch sehr stabil die ganze Zeit auf Platz 4 und wir sehen, dass der Abstand zu Lennart Pfeil, der fährt hinten dran, vom SOR Racing kleiner wird. Also er arbeitet sich auch da ein bisschen ran. So, wir haben noch 1 Minute 42 Sekunden. Dann ist auch hier der zweite Stint von den Couchmasters GT3 Sprint heute Geschichte. Wir werden dann gleich sehen, wer gewinnt. Oliver Martens führt die ganze Zeit das Feld schon an. Da werfen wir mal kurz gleich einen Blick drauf. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sehen hier den Ersten, der auch das erste Rennen heute schon gewonnen hat. Oliver Martens souverän von Startplatz 1 ins Rennen gestartet. Luxuriös Platz nach hinten und da ist auch erst der zweite, der Robert Bleed von Kolbenschmiede eSports und wie gesagt auf Platz 3 des Podiums, da kommt er angefahren, der Jonas Rode, der tatsächlich heute einen richtig, richtig guten Job gemacht hat und hier auf Platz 3 fährt und auch schön mit dem tollen Aufkleber hinter dem vorderen Radlauf, über den wir uns noch so schön unterhalten haben. Also es geht ab, Motorsport vom Feinsten. Jetzt langsam. Oh, wer ist denn da? Daniel Albrecht müsste hier neben der Strecke gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er Platz gemacht hat. Vielleicht können wir es uns kurz nochmal angucken. Hier sehen wir nochmal die Rückschau. Daniel Albrecht von Q-State E-Motorsport. Ja, verbremst sich, löst die Bremse wieder, fährt übers Grün. Ah, schade, schade, schade. Da muss er einfach den Platz dann aufgeben. Aber kommt wieder mit auf die Strecke. So, wir hören es. Der Führende geht jetzt in die letzte Runde. Wir haben noch 20 Sekunden. Die letzten paar Kurven hier für den Führenden Oliver Martens. Was für ein Rennen. Was hat er heute wieder gezeigt? Er ist von Platz 1
natürlich ins Rennen gegangen und hat sich seinen Platz nie streitig machen lassen. Hier nochmal eine halbe Runde on board mit dabei des Führenden, den wir hier im Bild haben in seinem Cockpit, ihn mal bei der Arbeit sehen können. Also Chapeau heute hier für Oliver Martens, der seinen zweiten Sieg heute hier einfährt bei den Couchmasters GT3 Sprint, absolut verdient. Und souverän, fehlerfrei fährt er hier seine Rennen nochmal. Wow, schön über die Curbs geflogen. Macht er da ein gutes Rennen. Wir haben Geld bei Jonas Rode. Oh, das ist immer ein bisschen, macht mich nervös. Aber ist Gott sei Dank nichts passiert. Dann sehen wir nochmal viele Fights weiter hinten. Moritz Neumann ist, glaube ich, ein bisschen in Bedrängnis. Da müssen wir mal schauen. Genau, vom Lennart Pfeil, der da auch nochmal ran möchte. Aber es sind, wie gesagt, die letzten Kurven. Alles oder nichts. Also, ich habe vorhin noch mal gesehen, glaube ich, hat einer was. Ah, genau. Vanessa war es jetzt in ihrer Geschichte oder ich glaube, der Daniel in der Instagram-Story von unserem Titelbild heute. Pokal oder Spital? Also, heute noch mal alles auf eine Karte. Wie sieht's aus? Was passiert? So, wir noch mal beim Führenden. Natürlich muss da die Ehre gebühren. Er fährt hier jetzt gleich über die Ziellinie und beendet das Rennen. Nein, als erstes und dann rutscht das Auto. Macht ihr mich nervös? Junge, 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 was machst du denn da? Junge, 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 hör doch auf. Also, herzlichen Glückwunsch hier an Oliver Martens, der mich noch mal richtig nervös gemacht hat, weil das Auto anscheinend verloren hat. Zweiter wurde Robin Dietzler und ganz toll auch. Gutes Rennen gefahren, sehr souverän. Geht Jonas Rode über Platz 3 hier aufs Podium. Macht das fertig, weiter hinten. Ich schalte die Kamera nicht um, eine ganz enge Geschichte, aber es reicht. Moritz Neumann vor Lennart Pfeil, herzlichen Glückwunsch, Platz 4 und 5. Robert Blied behält den 6. Platz. Auf Platz 7 kommt Tim Steinbrecher rein. Vlad Will vom Alemannia Aachen E-Sport Team auf Platz 8. Und auf Platz 9 fährt über die Ziellinie Bastian Holter. Steven Reinhardt kommt über die Ziellinie auf Platz 10, also er komplettiert hier die Top 10. Ja, ganz knapp, langsam sieht so aus, der Sprit könnte leer sein von Chris Leucht, kommt er noch auf Platz 11 rein. Dann hinten dran haben wir Manfred Steiner auch und Daniel Krebs, schade für die Durchfahrtsstrafe für ihn, weil eigentlich hat er heute auch ein super Rennen gezeigt, beides Male hat er sich durchgearbeitet. Tollen, hervorragenden Platz für Tobias Sonntag, ebenfalls der Teamkollege vom Vlad Will, Alemannia Aachen E-Sports. Manuel Rindt, da kommt er auch nochmal rein mit einer super schönen Lackierung, wenn man mal auf die Seite guckt, hinter dem Vorderrad, wunderschöne Stickers. Ja, dann haben wir hier auf Platz 16 den Ronny Lab, da nicht umschalten, da gehen wir nämlich gleich hin. Jens Kühleis hat wieder einiges gut gemacht, er muss seinen Wagen abstellen und es wird eine ganz knappe Kiste, ich weiß nicht, ob das der Martin Bierbaum hinten dran ist, nee, Martin Bierbaum kommt ein bisschen später, der kommt auf Platz 18 hier rüber von K. Krämer E-Sport Racing, auch ein tolles Team. Leon Müller schon an der Box, wäre quasi Platz 19 gewesen, kommt da noch rein. Dann haben wir Kim Tigi, da ist er, bremst aus auf dem Feld auf Platz 20. Julian Appel auf 21, Thorsten Völkers auf 22, da fährt er mit einem ramponierten Auto. Florian Göldenitz normalerweise auch ein bisschen weiter vorne zu finden, heute auf Platz 23. Auch ein super tolles Rennen gefahren. Daniel Albrecht, kurz vor Schluss nochmal den kleinen Fahrfehler gemacht auf Platz 24. Da geht auch mehr, das wissen wir. Piet Calibrium, Platz 25. Er hat schon abgestellt in der Box. Und dann haben wir auf Platz 26 René Heinz. Er steht auch schon in der Box. Da steht er. Also super Rennen heute von den Fahrern. Muss man ihn lassen. Richtig cooles Racing. Phil, was sagst du? Ja, ich bin nach wie vor noch so ein bisschen geflasht. Aber nicht nur ich, man hat es auch dir angemerkt, dass du da echt voller Adrenalin warst. Es waren zwei richtig klasse Rennen. Oliver Martens hat hier heute eine Glanzleistung vom Allerfeinsten gezeigt. Jonas Rode fand ich unterm Strich auch eine richtig klasse, klasse, solide Leistung. An und für sich eigentlich von jedem Fahrer doch viel Rennaction geboten bekommen, sei es Überholmanöver, sei es Fair Play oder Fair Race. Nebenbei erwähnt, Flying F1 Socha, vielen Dank für dein Dank. Ja, danke das dir. Das nehmen wir natürlich gerne an und gerne morgen wieder dabei sein, 20 Uhr hier auf dem Kanal SAS Motorblog auf Twitch. PlayStation Rennen, Laguna Seca. Aber abschließend zu dem Rennen, 2x30 Minuten, also das zerrt schon ein bisschen an den Nerven. Es ist definitiv richtig anstrengend, weil die Fahrer müssen zweimal in die volle Konzentrationsphase rein, haben eine kurze Pause, haben Qualifying. Ist echt richtig hardcore
Und wenn man denkt, ah ja, halbe Stunde rennen, ja gut, das mache ich mal so. Ich rede aus Erfahrung. Ja, Ja, definitiv, doch nicht ganz so ist leicht. eine harte Sache, genau. Also das Ja. Rennen, das sechste Rennen in der Season 1 der Couchmasters in der PC-Klasse ist Geschichte. Wir schalten aber nicht weg. Wir werden jetzt gleich auch nochmal die Fahrer interviewen. Staviosus, wenn ich es richtig lese, ist hier gerade, was hier abgeht. Das Rennen ist gerade zu Ende, aber du kannst dabei bleiben und das Fahrerinterview anhören. Und danach werden wir mit dem Kanal rüberziehen, also wir raiden rüber zu Ronny Lab und die Fahrer werden dort mit Ronny nochmal die Highlights des Rennens besprechen. Also eine sehr spannende Sache. Aber ich würde jetzt bitten, nochmal eben für diese ganze Nummer die Gewinnerpodium, gerne AM und Pro, in den Kanal. Du wirst ja dann auch wieder wechseln, Phil. Genau, ich Genau, wechsle und jetzt. wir machen jetzt gleich das Siegerinterview der ersten drei. Da ist er auch schon weg. Und ja, wir sind gleich für euch mit dem Siegerinterview am Start. Währenddessen haben wir noch mal ein paar Minuten Zeit. Und ja, möchte hier nochmal aufmerksam machen, wir starten ja bald mit iRacing, mit dem BMC Simca Cup im Nesca-Bereich. Da sind noch ein paar freie Plätze. Also wenn ihr möchtet, schaut da einfach gerne vorbei. Das wird eine sehr, sehr coole und spannende Sache. Und ja, wir findet uns auch natürlich logischerweise auf Instagram, Social Media. Da wäre es natürlich auch ganz toll, wenn ihr uns da folgen würdet. Und der Link bzw. die ganzen Adressen, die laufen jetzt gerade unten vorbei. Wir wechseln jetzt auch gleich mal rüber in den Podiumskanal und werden dort dann die Stimmen der Fahrer hören. Ich will da mal gleich reinbrechen. Soll ich wahrscheinlich mit reinlabern? Wenn, dann müsst ihr mich kurz mit stumm schalten. Aber es sieht schon so aus, als hätten wir hier die Fahrer alle am Start. Also. Gleich das Siegerinterview, wenn die Fahrer sich alle hier mal einen Schluck getrunken haben, mit dem Handtuch den Schweiß aus dem Gesicht rausgewischt haben, was sie heute definitiv mussten. Heute war Rennaction überall zu sehen. Und wenn ich das Niveau sehe und den Schreck, den mir der Oliver Martens da nochmal in der letzten Kurve eingejagt hat mit dem rutschenden Heck. Puh, also ich bin auf jeden Fall hier richtig schon durch heute und ich freue mich mal. Ja. Ja, dann fangen wir doch am besten mit deinem Herzschrecken-Momenten auch gleich an. Oliver Martens, klasse Rennen, nicht nur Podium, sondern auch höchstes Treppchen. Dazu erstmal Glückwunsch und erzähl einfach mal, wie war es für dich? Welche Erwartungen hattest du? Und was war das zum Schluss? Ja. Erstmal vielen Dank. Ich fange einfach mal mit den letzten zuerst an. Ich dachte, ich biete euch noch eine kleine Show zum Ende. Der Drift in die Stadt hier gerade war gewollt, das danach nicht ganz. Aber hab's ja gefangen bekommen. Alles Auf gut. jeden Ich Fall. dachte so, oh! Aber hey. Ja, ich habe nicht gedacht, jedes Rennen zu gewinnen. Ich wusste, dass der Robin eine extrem gute Pace hatte auf dieser Strecke und der war bisher auch eigentlich immer schneller in den Trainingssessions als ich. Ich glaube, in der ersten Quali hatte ich Glück, dass vielleicht er nicht so die Runde zusammenbekommen hatte. Ich hatte nämlich auch keine perfekte Runde. Und im zweiten Quali, da hatte ich meine absolute Bestzeit. Ich wusste auch nicht, wo die herkam, ehrlich gesagt. Ja, und im ersten Rennen konnte ich mich ja relativ schnell absetzen, hatte dann aber so einen kleinen Moment irgendwann in der Schikane, wodurch ich meine Reifen so ein bisschen kaputt gemacht hatte und eine Sekunde auf Robin gleich wieder verloren hatte. Und ab da hat Robin ja Runde für Runde an die Zeit weggenagt. Und dann wurde es am Ende nochmal ein bisschen spannend, aber konnte zum Glück noch halten. Und im ersten Rennen war er ja in der ersten Hälfte innerhalb einer Sekunde. Ich durfte mir absolut keinen Fehler leisten. Das war echt die ganze Zeit Hotlap-mäßig. Und dann wurde es ein bisschen entspannter zum Glück und konnte dann auch noch nach Hause fahren. Trotz dieses schönen Moments noch am Ende. Ja, das sind sie ganz schön. Du wirst, wenn du den Stream anschauen wirst, wirst du es auf jeden Fall nochmal hören. Du hast mich ganz schön erschreckt. Danke dafür. Bitte. Ja, nochmal abschließend, herzlichen Glückwunsch Ja, zu deinem Sieg. auch von mir. Definitiv. Genau. Richtig Danke. grandiose Leistung. Nächstes Mal gerne nochmal auf Wiederholungsbasis. Renn-Action pur. Also, so wollen wir das auch weitersehen. Ja, mega. Also auch von mir Glückwunsch. Definitiv. Freut mich. So, Robin Dietzler, Servus. Schön, dass du da bist. Glückwunsch zu deinem Platz, zu deinen Platzierungen besser gesagt.
Und jetzt erzähl mal uns aus deiner Sicht, da du ja dann auch den Oliver Martens auch noch stellenweise ein bisschen unter Druck setzen konntest, wie war es für dich? Ja, erstmal guten Abend und vielen Dank. Hatte echt ein bisschen zu kämpfen. Im ersten Qualifying vom ersten Rennen hatte ich leider auf meiner schnellsten Runde in der letzten Schikane ein Auto vor mir, was mich dann blockiert hat, was mich die Pole wahrscheinlich gekostet hat. Und ja, erstes Rennen, am Anfang ein bisschen Fehler gemacht und da konnte Olli abreißen. Aber wie er schon sagte, konnte ich dann am Ende wieder gut ranfahren, weil ich habe gemerkt, er hat irgendwie ein bisschen Probleme gehabt. Aber ja, ein, zwei Runden länger, dann hätte es vielleicht geklappt, aber am Ende dann Platz 2. Ja, ich bin mega zufrieden damit. Ja, zweites Qualifying war ich mit meiner Runde eigentlich ganz zufrieden. Meine schnellste Runde war auch, wenn überhaupt, ein bisschen schneller, aber das war schon okay. Und dann zweites Rennen, ja, war richtig cool. Ja, da die erste Rennhälfte war dann ziemlich knapp und am Ende hatte ich dann 3 Warnings wegen Streckenabkürzen. Und dann musste ich dann leider ein bisschen Tempo rausnehmen, um keine Durchfahrtsstrafe zu bekommen. Und ja, da musste ich halt auch langsamer machen und ein bisschen mehr aufpassen. Aber 2 Plätze, gerade in der Sprintserie hier, bin ich mega zufrieden. Kannst du auch. Ja. Ja, das darfst du definitiv sein. Mehr als zufrieden. War eine richtig, richtig große Leistung. Gerade eure Kämpfe da vorne, auch zum Schluss noch. Also hat echt Spaß gemacht, auch für mich als Co-Moderator. Ihr habt da wirklich so ein bisschen für schwitzige Hände und ein bisschen Nervenkitzel pur gesorgt. In diesem Sinne nicht nur herzlichen Glückwunsch, sondern auch vielen Dank für die Show und für die Spannung, die ihr uns liefert. Ja, also auch von mir ja. Glückwunsch. Mega, mega geil. Vielen Dank und immer wieder gerne. Sehr schön. So, dann kommen wir zum Tim. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist und auch Glückwunsch an dich. Erzähl mal, wie war es aus deiner Sicht? Du hattest ja auch so den ein oder anderen Kampf um die Platzierungen. Ja, servus erstmal. Ja, Quali 1 lief gut, habe ich eine gute Runde erwischt, konnte dann vom Platz 4 ins Rennen gehen. Start war relativ okay, er konnte den Moritz dann auch direkt unter Druck setzen und er hat dann auch in der einen Schikane relativ früh dann auch den Fehler gemacht und dann konnte ich in der nächsten Schikane innen vorbeigehen und ab da war dann das Rennen eigentlich bis auf die nächsten 2-3 Runden, wo der Moritz dann noch ein bisschen probiert hat vorbeizukommen. Relativ einsam, 3. Platz trotzdem, gutes Ergebnis auf jeden Fall. Quali 2 war die Runde dann nicht so optimal. Dementsprechend auch nur P9 und ja, habe mich dann eigentlich erst vorgekämpft gehabt und habe mich dann in der ersten Schikane einmal aufgehangen, habe dann 2 Plätze verloren, nur in dem Strich, ich habe ihn noch relativ gut abgefangen, ich weiß nicht, ob man es gesehen hatte, und auf jeden Fall konnte ich dann noch 1-2 Positionen gut machen und bin dann am Ende dann doch noch auf P7 gefahren. Denke, in der Tabelle habe ich hier und da noch ein paar Punkte gut gemacht und ja, bin ganz zufrieden eigentlich. Zweites Rennen nicht so, erstes Rennen, aber war gut. Ja, aber bist ja schnell unterwegs, aber auch von mir Glückwunsch und überhaupt ans Podium, also ihr habt euch super Rennen gezeigt, auch mit der Show-Einlage vom Oliver, ich hab noch Herzrasen jetzt, aber ihr habt euch alle verdient, also war echt wieder ganz klasse und großes Kino heute, danke. Definitiv. Ja, immer wieder gerne. Danke wieder für den Stream. Sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir freuen uns. Morgen geht's auf der PlayStation weiter. Genau. Laguna Seca, auch eine sehr, sehr interessante und spannende Rennstrecke. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch auf die Renn-Action. Und damit bleibt für mich eigentlich nur zu sagen, bleibt dran. Wir raiden jetzt rüber zu Ronny Lab, zum After-Meeting für die Highlights, genau. Und da bekommt er dann nochmal den ein oder anderen besonderen Einblick. In diesem Sinne von mir, einen schönen Abend und hoffentlich doch bis morgen. Ja.
Ganz genau. Danke, Phil. Also, von mir auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Morgen ab 20 Uhr auf der PlayStation geht's weiter. Laguna Seca, wie das der Phil auch schon gesagt hat. Wir raiden jetzt rüber zu Ronny Lab und schauen uns die Highlights an. Vielen Dank, dass ihr heute alle am Start wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich freue mich auf morgen mit euch. Macht's gut und bis morgen. Thank you.